So, wo startet denn das Spiel? Warum seht ihr nichts? Dead by Daylight. Zack, zack, zack. Wir sind drin. Wir sind drin. Lass uns das Spiel noch kurz umstellen. Dead by Daylight. Vielleicht können wir heute Abend noch Phasmus spielen oder so. Wenn irgendeiner von euch Lust hat. Dann können wir vielleicht noch Phasmus spielen. Das wär's doch, oder? Niki oder Toda oder Hulda. Zu viert geht das ja. So, Trickster. Oh, die Mission nehmen wir raus. Die ist Schmutz. Öffne mit Jeff Johansson erfolgreich die Ausgangstore. Mit Jeff Johansson. So, Battle Pass ist fast durchgespielt, Leute. Ich bin fast fertig. Bin fast fertig. Ich muss noch Level 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 machen. Und dann ist durch. Wir haben noch 2 Wochen Zeit. Also ich liege perfekt in der Zeit. In 2 Wochen noch 5 Level, 6, 7 Level. Oh, in 2 Wochen 7 Level machen. Sprich, jeden Tag ein Level machen. Jeden zweiten Tag ein Level machen. Dann haben wir's. So, rette einen Überlebenden sicher vom Haken. 25 Mal. Die haben noch einen Arsch offen. 25 Mal soll ich jemanden vom Haken holen. Wie viele Killer gibt es denn eigentlich schon? Richtig viele. Lass mal kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 4 mal 5 sind 20 plus 3. 23 Killer gibt's. Das ist der neueste Trickster. Aber der ist leider sehr schlecht. Das ist leider sehr schlecht. So, der ist Ranz. Ja, Hulda, let's go. Kommt rein. Wer will alles mitspielen? Discord, VC1, VC, Dead by Daylight. Zack. Welcher ist eigentlich der beste Killer? Es gibt, ja doch, die Killer sind nicht alle gleich stark. Hähnchen! Hulda, kommst du auch noch rein? Was heißt auch? Vielleicht spielt ja Hähnchen gar nicht mit. Hähnchen spielt mit. So, 25 Mal vom Haken holen. Ich habe 170.000 Blutpunkte. Lass uns die in die neue. Das ist die neue Survivorin. Ich level die erstmal. Oh Gott. Ich glaube, ich mache das. Jetzt das. Nurse ist die beste, echt? Nurse ist die beste Killerin? Ich hätte jetzt gedacht, Oni oder Freddy. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, Freddy oder Oni sind die besten Killer. Weil Freddy wirkt halt so stark. Oder Michael Myers mit dem Add-on. Wenn du das Add-on mit hast, dass du einfach Leute beim ersten Mal umbringen kannst, dann brauchen die nicht mal einmal am Haken hängen. Du schnetzelst sie einfach sofort tot, ohne dass irgendwas passiert. Na, Poison, das kommt nicht ganz drauf an. Leider ist das Spiel nicht perfekt gebalanced. Wenn das Spiel perfekt gebalanced wäre, dann wäre jeder Killer gleich stark. Aber das ist definitiv nicht so. Das ist definitiv nicht so. Herzlich willkommen, Frotz. Und Ridefix. Und Poison. Ridefix, vielen lieben Dank für dein Follow. Liebe geht raus. Ich finde es witzig, dass hier oder dass ihr im DBD im diskutiert ist mir. Wir diskutieren im DBD sehr viel, ja. Hol das da.
Laut Tierliste ist Nurse, Spirit und Hack. Oh, okay, das ist interessant. Die Tierliste ist, glaube ich, das. Die Tierliste ist sozusagen... Woran orientiert sich die Tierliste? Daran, wie die Statistiken sind, ne? Mit welchem Killer die Leute am meisten gewinnen, statistisch. Ich glaube, das ist die Tierliste. So, ich drücke jetzt bereit und jetzt gehe ich ganz kurz trinken holen. Ihr drückt bereit und dann gehen wir ins Discord und dann spielen wir. Let's go, ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank für den Schluck. Ich hol was. Ah. Guck gerne beim Spiel voll zu. Verspannt. Oh ja. Wusstest du, was, dass Nike-Schuhe Blut verkauft wurde und Nike hat den Popsänger angezeigt? Hä? Danke für den Schluck. Könnte man mitspielen? Ridefix, sehr gerne. Wir haben einen Platz frei. Schick mir gerne eine Freundschaftsanfrage. Kommt drauf an jetzt, ob du auf Steam spielst. Wenn du auf Steam spielst, musst du mich hierüber adden. Wenn du über andere Plattformen spielst, musst du mich hierüber adden. Das ist der Dead by Daylight Freundescode. Und es geht los. Steam. Da musst du mich über Steam adden. Auf den Link klicken, der da ist im Chat. Ich hab mir gerade ein... Leute, ich esse gerade ein Babybell jetzt. Kennt ihr Babybells? Natürlich kennt ihr Babybells. Ah, okay. Irgendwie, keine Ahnung, die Kamera denkt, das Babybell sei grün. Dieses Babybell ist nicht grün. Wegen Greenscreen, keine Ahnung. Grün, keine Ahnung. Geil ist es, wenn du den in Scheiben schneidest und dann auf Brot belegst mit Butter. Lecker. Einfach Frühstück, ne? Richtig geil. Ich esse ihn jetzt einfach so. Hm. Movest du Hähnchen und mich? Bam. Bam. Gegrilltes Hähnchen. Und Whitefix, komm gerne rein. Schick mir gerne eine Anfrage, dann kannst du nicht so mitspielen. Guten Appetit. Aufgegessen, fertig. Aber ich habe noch Muscheln hier, oh mein Gott. Soll ich die aufmachen? Kennt ihr Meeresfrüchte-Muscheln? Habe ich von meiner Mutter zu Ostern bekommen. Einfach mal öffnen, oder? Genau, ich heiße Brownie. Klick einfach auf den Steam-Link. Klick einfach auf den Steam-Link. Und schick mir eine Freundschaftsanfrage. Das sollte reichen. Oha, die haben die Verpackung neu gemacht. Die ist jetzt mit Gold umrandet. Und innen drin ist einfach auch nochmal ein Goldrand. Seht ihr das? Sieht jetzt voll luxusmäßig aus. Erstmal jetzt eine Muschel essen, oder?
Oh, das ist geil. Das ist Legion. Woher wusste sie, dass ich hier bin? Ja, das ist Legion. Ist Ruin oder irgendwas aktiv? Kein Ruin. Ich glaube, sie hasst mich jetzt schon. Sie hat mich aufgegeben. Okay, ich bin tot. Alles Hähnchen schuld, ganz ehrlich. Warum? Weil sie mich nicht geheilt hat. Hähnchen ist aber besser als du. Ich habe den Killer voll lange aufgehalten. Wieso sind noch keine 6 Gems gemacht worden? Ich habe einen gemacht. Gimondo, Bambine und Antike. Frohe Ostern. Oh, ich liebe diese Meeresfrüchte. Ich muss die jetzt aber unbedingt wegpacken, sonst esse ich die ganze Packung. Was nicht gut wäre. Warum kann man bei dir keine Bits versenden? Doch, kann man. Kann man. Hä? Kann man. Aber wahrscheinlich erst so 10. Ich glaube 10 Bits oder 50 Minimum. Muss ich mal gucken. Kann ich auch umstellen. Eventuell gibt es eine Mindestanzahl an Bits. Ich komme mal ran und Brownies am Essen. Immer so. Immer so. Kann sein, dass 50 Minimum ist, Satan. Ich hol Hähnchen. Ich hab Hähnchen. Wow. Was denn? Ich war direkt unter dir. Wieso ist nur ein Gen gemacht? Ja, der hab ich gemacht. Warum hast du keinen gemacht? Ich hab den Killer am Anfang die ganze Zeit geloopt. Da hab ich einen Gen gemacht. Aber was hat der Random gemacht in der Zeit? So, und jetzt hab ich nach dem Loopen einen Gen gemacht. Und der Venom hat immer noch nicht einen Gen fertig. Hast in der Zeit hätte er jetzt schon 2 Gens machen können. Einmal in der Zeit, wo du einen gemacht hast. Und danach in der Zeit, wo ich einen gemacht habe. Verstehst du? Hähnchen laggt. Lass es dir schmecken, Miss MSO. Und der Venom hat halt in der Zeit immer noch 0 Gens gemacht. Das ergibt gar keinen Sinn. Weil ja Hähnchen gejagt wurde und am Haken war. So. Oh mein Gott. Hier ist noch ein Gen, der wurde getreten. Ich habe ihn zum Glück gefunden, bevor er auf 0 runterging. Meinst du den unten? Nee, oben. Leute, wenn ein Gen getreten wird,
Ihr müsst unbedingt zurückkehren und die nicht auf Null laufen lassen, weil dann ist... Das ist so, als wäre der Gen nie gemacht worden. Das wäre total verschwendete Zeit gewesen. Ist hier unten irgendwo noch ein Gen, der getreten wurde? Wenn ja, wo? Fünf Minuten Timeout, vielen Dank. Doch eh gedrückt, ach Mann. Wow, wieso seid ihr nebeneinander? Die ist drinnen und ich bin hier draußen. Wow. Dann haben, dann haben wir jetzt verloren. Warum? Sie war drinnen, ich war draußen. Okay, dann muss einmal um die halbe Map rennen, um dahin zu kommen. Scheiße. Ganze Flügel entlang laufen. Oh mein Gott! Nein! Ich habe mich falsch entschieden. Ich wollte sie noch mal eine Runde looten. Wieso holt dich eigentlich keiner? Ich wurde gejagt die ganze Zeit. Mich gerade der Amnesty noch geil. Schade, hat nicht gereicht, aber nice try vom Random. Klappert die? Ja, nein, nein. Irgendwo unten ist noch ein Gen. Jetzt ist der Killer bei mir. Jetzt biegt er ab in den Raum. Der jagt irgendwer, irgendeine Frau jagt er gerade. Ich glaube den Random. Und der Random loopt mich. Das ist total bescheuert. Der ist genau neben uns. Geht weg da. Der Random hat mich geloopt mit dem Killer. Absoluter Abschaum. Macht man nicht, Leute. Passt auf, wenn ihr sowas macht. Könnte das ganze Team Musik kosten. Den Sieg. Hähnchen? Zwei Gens noch. Könnt ihr mich heilen? Wo seid ihr? Unten. Unten ist groß. Ja, ich bin dead on hook, halt mich mal. Ach nee, Hähnchen ist auch. Wieso haben wir dich zuerst geheilt, wenn du noch nur einmal hingst? Weiß ich nicht, Hähnchen hat mich angefangen zu heilen. Wir hätten... Ich hatte sie erst angefangen, dann hat sie abgebrochen und mich geheilt. Ja, das macht sie, damit sie ihre scheiß Blutpunkte und Pips kriegt. Brownie. Aber es ist effektiver, wenn wir erst den heilen, der dead on hook ist, weißt du, wisst ihr? Ja, ich weiß, ich wollte sie doch heilen, aber jetzt. Nee, deswegen erkläre ich das jetzt nochmal Hähnchen an der Stelle. Das weiß sie. Das weiß und sie besser warum, als du. Wenn sie es besser weiß als ich, warum macht sie es dann nicht so? Frag sie. Dann spielt sie ja mit Absicht schlechter. Frag sie. Frag ich ja gerade. Hör auf, wieder irgendeine Scheiße vorzuwerfen. Du musst dich menden, Brownie, du musst dich menden, du stirbst, mette dich. Ich weiß. Aber die andere, die Random, will mich nicht menden. Kann man doch eigentlich, oder? Ja, kann man, aber mente ich doch selber. Ja, mache ich jetzt auch gerade. Siehst, jetzt heißt du mich auch, obwohl ich nicht dead on hook bin. Ja. Guck, jetzt ist sie dead off. Ja. Wir müssen... Ey, das ist krass. Wieso müssen wir immer noch zwei Gens machen? Ey, ich würde so gern... Ich wünsche mir eine Replay-Funktion. Brownie, geh doch weg! Okay, ich gehe weg und lass mich jetzt töten, weil ich dead on hook bin. Du hast mich jetzt gebodyblockt. Nein, ist okay. Ich lass mich jetzt töten. Dann such die Luke. Gesagt. Ja, aber sie, Killerin, verfolgt mich jetzt. Und damit bin ich dann tot.
So, viel Spaß euch. Mein Streamcode, okay, ich werde dich gleich hinzufügen. Right. So, jetzt. Steamcode. Zack. Freundschaftsanfrage senden. So, ich habe jetzt eine Freundschaftsanfrage gesendet. Warum hast du jetzt die Palette gerastet? Ui, das war schlecht. Ui, das war schlecht. Das ist ein scheiß Loopboard. Ich kann doch nicht loopen. Break me hard. Was macht der eigentlich die ganze Zeit? Ey, ich hätte so gern irgendwie eine Replay-Funktion, dass man sich die Spiele einfach speichern kann und dann im Nachhinein nochmal gucken kann. Einfach um zu analysieren, was liegt falsch. Was kann man selber besser machen. Das ist halt leider nicht so. Weil man hat ja immer nur das, die Sicht von einem selbst. Hi Bonn, herzlich willkommen. So, er macht jetzt einen Gen, das ist gut. Den letzten Gen macht er jetzt. Oh, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Wollen wir raus oder wollen wir noch gucken, wie er jetzt gleich stirbt? Ah, wir können doch noch kurz warten, dann können wir die Perks sehen vom Killer. Der findet keinen Haken. Der findet keinen Haken. Hä, und wieso wickelt sie nicht? Weil sie die Luke zusammen so. Wow. Aber sowas kann man eigentlich reporten und bannen lassen, ganz ehrlich. Alter. Genau dafür gibt's diese Report. Random hat besser gespielt als du und jetzt beschwerst du dich. Ja, dafür gibt's die Report-Funktion, wenn du die Spielmechanik missbrauchst. So. Der hatte nur 2 Perks mit. Der Killer hatte nur 2 Perks mit, so krass, und hat uns alle 4 gekillt.
Das lief richtig schlecht für uns. So. Wie heißt denn du auf Steam? Whitefix. Magst du mir eine Anfrage senden, dass du mitspielen möchtest? Ich sehe dich nämlich hier nicht. Aber du müsstest mich sehen und dann kannst du auf mich klicken und dann sagen auf Beitreten. Klick mal hier auf meinen Namen und dann auf Beitreten. Das müsstest du können. Ich müsste dazu, glaube ich, mein Spiel neu starten. Hä? Whitefix hat die Gruppe verlassen? Du bist irgendwie wieder rausgegangen. Jetzt bist du wieder drin und wieder rausgegangen. Hä? Oh, aber jetzt sehe ich dich. Kann ich jetzt einladen? Komisch. Gruppe voll? Nee. Gruppe ist nicht voll. Und GZ zu Rang 4, Hulda. Oder warst du gerade schon Rang 4? Bin schon lange Rang 4. So. So. Na dann wollen wir mal. Ich habe gerade eine Person nur vom Haken holen können, obwohl ich diese Mission habe, vom Haken zu holen. Ich muss einfach sofort nächstes Mal losrennen, bevor jemand anderes holt. Egal, ob ich einen Gen mache oder nicht, ich breche dann einfach ab an der Stelle. Aber das ist irgendwie nicht gut für den Spielverlauf. Ich habe immer diesen Konflikt. Mache ich jetzt das, was sinnvoll ist, oder mache ich das, was das Spiel von mir verlangt, damit ich positive Wertungen kriege oder die Mission kriege, was aber negativ eigentlich für den Spielverlauf und für die Gruppe ist. Das ist irgendwie, das meistens kann man nicht beides gleichzeitig machen. Das finde ich irgendwie doof bei dem Spiel. Ach, ein Down-Base-Rätsel. Ich habe gerade einen Plusblip bekommen, obwohl wir verloren haben. Warum? Ich habe einen Gen gemacht und wurde danach halt vom Killer gechased, habe ihn aber geloopt, weil ich mich damit, weil ich lernen will zu loopen. Und dass mein Mates hilft. Des Weiteren habe ich Mates geheilt, wenn sie bei mir waren. Ich habe aber nicht gesucht, wo bist du, damit ich heilen kann, damit ich Blutpunkte bekomme. Der andere hat nicht einen Gen gemacht und hat jetzt einen Plus-Prip, weil er entkommen durfte. Weiß doch gar nicht, ob er einen Plus-Prip gemacht hat. Jedenfalls hat er fürs Entkommen Schillernd bekommen jetzt dadurch. Du weißt trotzdem nicht, ob er Plus gemacht hat oder nicht. Ja, das stimmt. So. Na, dann wollen wir mal. Eigentlich eine recht ausgeglichene Gruppe. Alle sind zum selben Rang. Eigentlich ganz gut, oder? Joa, mal schauen, wie der neu spielt. So. Rightfix, wenn du möchtest, kannst du gerne in den Discord kommen und zuhören. Oder sogar mitreden. Also wenn du nicht reden willst, so wie Hähnchen einfach zuhören. Oder so lassen. Weil im Stream, wenn du jetzt meinen Ton hörst, ist es vielleicht verwirrend für dich. Dann am besten meinen Stream muten oder so. Sonst hörst du vielleicht das Geräusch, wenn ich vom Killer verfolgt werde und das ist verwirrend. Genau. So, wie lange hast du gestern eigentlich gemacht, Ulda? Wie lange wart ihr wach alle? Also bis 3 Uhr, 3:30 Uhr. Ah, gar nicht so lange. Und wann bist du Hä? aufgestanden? Um 8. Oh, oha, voll früh. Ich stehe sonst immer um 6 auf. Oha. Traue mich nicht, weil ich jünger bin. Das ist, Hulda ist auch jünger. Bruder ist 16. Naja, 15. 15 noch. Aber bald 16. Und also eigentlich sind alle jünger. Ich glaube sogar alle sind so in deinem Alter. Whitefix. Geil ist eigentlich Hähnchen. Jägerin. Ja. Ich weiß es, aber ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, deswegen sage ich es nicht. Aber früher war sie mal 27, so wie Daniel. Mittlerweile ist sie deutlich jünger geworden. Oh, Hähnchen liegt. Der hat das Addon dabei. One-Hit-Angst. Oh nein.
deutlich besser als gesehen. Trickster. Was hat das habe ich nicht gesehen, dass sie verletzt war. Oh shit. Ja, stimmt. Oder? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich mache einen Gen in der Zeit. Werde ich nicht durchkriegen, weil sie gleich herkommt. Aber ich mache von Anfang an einen Gen, der ist gleich fertig. Meiner ist bei 50. Meiner bei Hä? 80. Aber sie ist direkt bei mir. Und sie wird safe in die Scheune gehen. Oh shit, sie ist bei mir. Du wirst zu mir kommen. Sie hat das Addon, dass sie one-hitten kann. Pass auf, der Killer ist hier irgendwo. Ich hab ihn verloren. Oder ist er aber hinter dir. Jetzt geht er, glaube ich, auf Hähnchen. Sie hat mich verloren. Ah! Sie hat mich wiedergefunden. Hä? Hat sie geworfen? Oder hat sie mich geschlagen? Das sah aus wie ein Schlag, aber ich glaube, sie hat geworfen. Wow, sie kann halt... Sie hat halt einfach... Einfach Nöd. Sie hat einfach eingebautes Nöd. One-Hit. Bam. Wir haben einfach schon verloren, so. Ich finde das Bewertungssystem immer noch kacke vom Spiel. So. Ich bin jetzt zweite Phase und krieg jetzt definitiv einen Minus-Clip. Egal, was ich jetzt noch mache. Dich holt jemand. Sag doch, dass dich niemand holt. Und ich kann nicht mal was dafür. Sag doch, dass dich niemand holt. Ja, ich glaube, der Killer campt halt. Der Killer campt und kann jeden One-Hitten. Der campt halt echt. Und er wird halt jetzt belohnt, der Killer. Ich hätte da Scheune mit der Axt gezogen. Aber warum kriege ich einen Minus-Pip, wenn der Killer campt? Ich hatte ja selber in dem Moment gar keine andere Möglichkeit. Das ist aber eine Game-Mechanik, Moni. Ja. Der Killer kann halt dafür entscheiden, dass ich einen Minus-Pip kriege. Passiert, das ist eine Game-Mechanik. In anderen Spielen kannst du auch campen. In Shootern zum Beispiel. Aber eine spielbare Zeit ist halt am Haken 0. Und das Spiel sagt aber, ich hätte in der Zeit Gens machen sollen und keine Ahnung, aber kann ich ja gar nicht. Da ist die Bewertung einfach falsch an der Stelle. So. Aber vielleicht schafft ihr es ja noch. Mit One-Hit. Ich glaube aber nicht. Außer ihr findet. Nee, selbst. Gens sind halt jetzt alle dort. Naja, läuft er jetzt ab und wirft seine scheiß Axt und fertig. Hä, wieso ist denn... Oh, scheiße. Whitefix ist auch im Keller. Ja, ja, ich find's auch kein. Und das macht den Killer halt unglaublich viel stärker als wie hieß der nochmal? Trickster. Bei Trickster musst du halt 7-mal werfen und wirft daneben. Und jetzt schön campen. Wieso macht. Was war das denn? Ich wurde gerade einfach for real gefarmt. Hey, du hast dich da hingehockt und gewartet. Das war nicht ich. Ach so, das war. Ich wurde gerade gefarmt. Ich hing gerade und wurde gefarmt. Ich nehme nicht so eine WT raus. Meine Mates nehmen sie ja auch nicht mit. Okay, das macht natürlich dann alles noch viel schlimmer.
Ja, passiert. Aber dann wird das Gameplay jetzt halt nächste Runde noch schlechter. Jetzt ohnehin schon. Was macht denn jetzt Hähnchen eigentlich? Mal rüber. Ist halt schwierig. Das Tunnel und so hat halt deutlich zugenommen, finde ich. Seit Patch. Vielleicht ändern die da nochmal was. Aber ist halt auch unfair. Wir haben halt einen Killer bekommen, der halt einfach so krasse Addons, 9000 Dings-Addons mit hat, die irgendwie One-Hit sind. Ist Spielmechanik. Also nach Spielmechanik kannst du halt den Killer so OP machen, dass er halt eigentlich zu sehr großer Wahrscheinlichkeit gewinnt. Das gehört halt dazu. Dass man auch mal als Survivor unfaire Spiele kriegt. Die man teilweise trotzdem gewinnt. Oh, jetzt dreht sie ihre Kamera. Ich schalte um. So. Dreamers Area. Herzlich willkommen und Extramoor. So. Also wenn ihr Glück habt, habt ihr noch 0 Pip bekommen. Ihr habt ja immerhin 4 Gens gemacht. Warum müsst ihr eigentlich alle wie so geisteskrank die Kamera drehen? Ich würde gerne eure Webcam dabei sehen, wie ihr so abspastet vom PC. So, ich setze meine DPI auf das Höchste und dann wackelt meine Maus auf. Wackelst du so die ganze Zeit? Ja, ich nehme meinen rechten Zeigefinger auf die Maus und einem eine Wisch reicht und ich habe mich 300 Mal rumgedillt. Aha. So! Ja, geil! Ihr hängt wenigstens zweimal, ich hing einmal. Also ich hing mich auch einmal, ich wurde halt sofort gefangen. Absolut Minus. Da ist halt DS ganz gut. Ja, ich hab nur Bronze. So eine schlechte Bewertung hatte ich noch nie. Oder das Team nimmt einfach alle BT mit. Als Zuschauer wird einem fast schlecht vom Drehen. Ja, dann werde ich in Zukunft einfach die Kamera umschalten oder einfach mit anderen Leuten streamen. Kann ich nichts dafür. Wenn die Leute hier mit Absicht die Kamera drehen. Ich habe verkackt, aber er hat dich so weggecampt. Da konnte niemand was für. Wenn der Killer One-Hit ist, macht und dann den Keller campt und tunnelt. Also, da kann man jetzt nix, hier raus. Da kann man nichts machen. So. Ich muss noch 24 Mal Leute vom Haken holen. Oder ein Schutztreffer. Drückt ihr dann bereit? Ja, ich muss noch kurz auspacken mit dem. Kannst du auch nach bereit drücken noch ändern. Perfekt. So, bei mir ist übrigens ein Level ab, macht so 1000 schillernde Scherben. Das ist ganz cool. Kann ich mir bald einen Skin kaufen, kostenlos. In 9 Level Ups. Ne, ein Teil vom Skin. Ein Skin kostet 30.000 knapp, ne? Oder 16.000. Ne, kommt drauf an. Keine Ahnung. Das Cap ist mies. Ja, das hat halt auch deutlich zugenommen, weil DS genervt wurde und jetzt kaum noch einer DS mitnimmt. Was wiederum aber DS wieder stärker macht. Weil, wenn alle campen, macht ja DS wieder Sinn. Aber es ist trotzdem halt schlechter als das DS von damals. Und darauf hat halt keiner Bock. Vielleicht wird es ja wieder zurückgepatcht. Ich glaube aber nicht. Die.
So. Hat die neue Killer, die neue Survivor eigentlich einen guten Perk? Nee, ne? Doch. So, jetzt habe ich wieder Standard-Skin. Habe ich vor euch eben eigentlich auch den Standard-Skin gehabt? Nein. Dann ist es nur für mich. Aber wenn ich jetzt ins Spiel reingehe, hätte ich auch den Standard-Skin gehabt. Auch wenn es nur für mich ist, aber es ist halt doof. Ich will es ja sehen. So. Nochmal werden wir nicht so einen Killer kriegen. So viel Pech können wir nicht haben. Org, ich glaube nicht, dass ich morgens Skyrim spiele. Ich persönlich glaube nicht dran. Und ich will auch nichts Falsches versprechen. Woran? Ich war gerade nicht da. Skyrim. Weißt du? Ich verspreche halt auch nichts mehr, dass ich irgendwas spiele an irgendeinem Tag. Kann ich dir nach dem Stream was schicken? Klar. Danke. Kannst auch jetzt schon was schicken. Was lese ich nachher erst durch? Trickster. Was ist das denn, eine Karte? Hab gefailt. Danke. Ah, Trickster, das sollte eigentlich eine gute Runde werden jetzt. Er hat auch keinen Ruin dabei. Okay. Ich müsste dich eigentlich jetzt holen, aber Hähnchen kommt bestimmt schon, oder? Zwei machen den Gen, einer sitzt da. Ich komm zu dir. Und schleicht. Ich komm zu dir. Ah, das bist du, ja. Die anderen sind eh beide weit weg. Es kommt von den anderen auch einer, aber ist zu weit weg. Twixer kommt. Okay, Hähnchen hat mich. Ich werde die Mission nie kriegen mit den 25 mal runterholen. Das dauert einfach 30 Jahre. Was für eine Scheißmission, ey. Okay, ich bin tot. Hat der Mate bei dir war kein Hit getankt. Weil der Killer auf mich gerannt ist. Er hat halt direkt zu mir gelaufen, statt zum anderen. Wir standen nicht nebeneinander. Oh, danke. Ich helfe dir. Bald geht's schneller. Dann folgt mir, ich habe mit Chen angefangen. Na, da vorne nicht sehen. Hä? Der ist aus. Ist er auch eigentlich gar nicht, oder? Ne, ist er gar nicht. Ich habe ihn einfach mal angeklickt, damit er Geräusche macht. Das ja, lenkt ja den Killer auch gerne ab.
Okay, da hinten ist Hähnchen, sie macht auch einen Gen. Auf der anderen Seite der Killer-Check. Ist das überhaupt die Killer-Check? Nee, ne? Hier ist die Killer-Check direkt neben uns. Okay, dann ist, dahinter ist Hähnchen. Und macht auch einen Gen. Na, Hähnchen holt ihn jetzt. Hast du Bond dabei? Nee. Ich sehe sie ja. Ich sehe sie mit der Weitsicht. Ich gehe zu einem anderen Gen hier daneben. Komm nach, wenn du den hast. Na, ich. Oder sag ich. Hol du den Mate. Hähnchen wird verfolgt. Okay. Na, hast du auch deinen Hook. Hast du Bond oder was? Nein, aber sie wurde gerade verletzt. Ah, hab ich gar nicht gesehen, lol. Danke, gut aufgepasst. Ich hole. Ich hol dich. Na, Hähnchen wird weiter geholt. Perfekt. So, ich kann dich heilen, wenn du möchtest. Okay, möchte nicht. Oh, er rennt zum Killer. Er ist in den Killer reingerannt. Ich mach den Gen von Hähnchen weiter, der ist bei 50. By the way, wenn der Name leuchtet, dann siehst du, dass das Messer zurückgeht. Ah. Er kennt es auch im Lilanen, aber an sich ja, ja, schon okay. Damit. Ah, das ist ja cool. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ja, jetzt, wo du es sagst. Joris Engine. Ach nein! Bei 80, aber jetzt war. Irgendjemand ist gerade mit dem Killer hier dran vorbeigeloopt an den Gen. Ich habe nämlich einen bei 90. Meiner ist auch bei 90. Dann mach den. Geht nicht. Hähnchen ist mit dem Killer hier vorbeigeloopt. Und jetzt liege ich. Ich liege da, wo der Gen ist. Warum ist denn Hähnchen mit dem Killer hier vorbeigeloopt? Und jetzt geht der Gen auf 0 runter. Scheiße. Ich wirf mir sofort beim Gen hin. Der letzte Gen ist bei 90. Ja, wir machen den so. Ich hoffe, sie hat Adrenalin. Irgendwo ist ein Totem, ne? Was, Dings? Sie hat Dings, ne? Ja, Dings. Wie heißt das? Ich war gerade kurz in diesem Nöd-Status. Achso. Boah, jetzt habe ich nicht geguckt. Wow, ich werde. Werde ich jetzt ge. Geheilt, alles gut, was hat er denn? Ja, hier ist ein Totem, was leuchtet. Ich mach's weg. Scheiße, das wird nötig sein, oder? Es wurde noch keine getötet jetzt. Okay, doch. Nee, das, aber sie hat diesen anderen Perk. Ja, das ist jetzt zumindest weg. Ach, diesen neuen vom Killer. Ja, nee. Hä? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, da bist du kurz nöt in der Nähe, wenn er geschlagen oder gehuckt wird. Ja, also, genau, das hatte ich gerade. Und dann wurde ich einfach gekämmt. Ich heil dich mal, Hähnchen. Oh, danke für den Schlüssel. Hähnchen, soll ich dich nicht heilen? Wo seid ihr? Von einem Ausgang. Von Whiteflix aus gesehen, wo seid ihr da? Weit weg. Ach, scheiße, sehr ziemlich weit weg, ja. Ich habe gerade Hähnchen. Sag, wenn ihr den Ausgang macht. Wir haben einen auf 99 schon. Der andere weiß ich nicht, wo er ist. Rechts. Wenn du zum Ausgang guckst, rechts davon. Wow, er campt. Ah, ich sehe schon, ich mach den. Er tunnelt einfach. Aber ich bin dead on hook, ich kann ihm nicht helfen. Ich bin auch dead on hook. Kann irgendjemand helfen? Nee, ne? Hähnchen kassiert gerade schon. Ich könnte versuchen, ihn hochzuholen. Noch ein Gen auf 99. Nee, mein Exit. Mach auf. Wir heilen, oder? Warum hast du jetzt geöffnet? Weil der Killer hinter mir ist und ich der Don Hook bin. Er läuft hier rum, da wo er liegt. Da ist übrigens auch die Luke. Geh auf die Luke! Scheiße, wer ist auf die Luke? Oh mein Gott. Was ist denn mit der Luke?
Ich hab einen Key. Ach so, scheiße. Warte, komm, bekommen. ich halte dich. Der Killer geht auf mich. Und ich bin One-Hit. Hä? Warte, er ist freigekommen? Wieso bist du freigekommen? Hast du DS? Er ist freigekommen. Wir sind alle raus. Ja, er hat DS. Nein, sind wir nicht. Ich hänge. Nein, wieso hängst du jetzt? Weil ich verfolgt wurde und ich One-Hit war. Scheiße. Also ich war in Nös-Status wegen seinem Perk. Ach, kann man das nicht mit einem Totem kaputt machen, den Status? Hähnchen kommt. Und dann ist sie One-Hit, ne, wenn sie dich holt. Nein. Wenn der Killer jemand hochhebt und du in der Nähe bist, warte, dann bist warte, du One-Hit. Okay, warte, wir können es noch schaffen. Wir sind alle geheilt jetzt. Hähnchen muss es machen, Hähnchen ist noch. Aber du hast doch Bichi. Hähnchen nicht, oder was? Weiß ich nicht. Ich bin dead on hook, sie nicht. Es wäre besser, wenn sie es versucht. Aber ich komme natürlich auch irgendwie zu safen. Ah, sie campt, oder was? Ist sie noch da? Hähnchen hat mich gut. Okay, komm her. Bichi. Du kannst auch zur Not einfach durch die Luke gehen, wenn du es nicht schaffst. Die ist, ja, halt, die ist vor dem Ausgang. Kommt jetzt zur Luke? Ja, geh einfach. Geh. Ich versuche Hähnchen zu tanken. Aber noch ist sie. Oh, scheiße, sie ist verletzt. Heißt du mich, ne? Warum? Hähnchen ist raus. Ja, wo bist du? Achso. Ja, danke. Lass durch Luke gehen hier. Heil mich genau und dann durch Luke. Kommt. Oder? Ja, okay. Schaffen wir das noch? Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, cool. Hui! Wie dumm, das hat jetzt mein Key verschwendet, ne? Das war grad... Ja, hast du. Aber das war grad mega knapp. Hähnchen wären nämlich fast am Boden gelegen. Und dann hätten wir vielleicht nicht mehr die Zeit gehabt, sie zu holen. Egal, passiert. DS, ja, siehst du? DS ist halt irgendwie trotzdem noch mega nützlich. Ohne DS wäre er jetzt, wäre Right Fix tot halt gewesen. Dann spielst halt. Nee, geht halt nicht, weil ich BT mit hab. BT ist besser. Habe Bodyblock bei Hähnchen gemacht. Sehr gut. Gutes Teamwork. So. Wieso hat Sharen ein uraltes Foto reingemacht? Re-Upload, weil ich es gelöscht habe, lol. Der Jarell. Jetzt habe ich meinen Stream neu geladen. Warum? So, mal gucken, wie lange wir brauchen, um einen Killer zu finden. Krass, ich bin diesmal richtig gut mit dem Battle Pass vom Level her, von der Zeit. Was die übrigens gesagt haben, die Entwickler, holt das, könnte vielleicht interessant sein. Der nächste Battle Pass wird irgendwie um die Hälfte leichter sein zu leveln. Okay. Also wenn du Level 35 jetzt machst, bist du im nächsten Battle Pass einfach schon fertig mit 70. Ich denke, du übertreibst doch mal wieder, aber... Nein, die wollen ihn halt sehr viel leichter machen, weil es halt zu schwer ist. Thank you.
Also ich bin gespannt, wie viel leichter. So eine genaue Prozentzahl haben sie jetzt natürlich noch nicht gesagt. Wissen sie. Vielleicht selbst noch nicht. Braun übertreibt niemals. Brownspark. Da ist die Tür. Ja? Ich hoffe, du weißt, dass wenn sie den Battle Pass kürzen, dass du dann trotzdem genauso so viel Geld für weniger Sachen ausgeben musst. Nein. Sie kürzen die Erfahrungspunkte, die du brauchst, um Level 70 zu werden. Sie kürzen nicht den Inhalt. Vielleicht kürzen sie auch dafür die Mission. Nein, nein. Ich glaube, die Idee dahinter ist, dass sich am Ende mehr Leute den Battle Pass holen und sie dadurch dann mehr Geld verdienen. Aber das wird nicht aufgehen, weil aktuell, man verdient ja nicht am Battle Pass, sondern man verdient daran, wenn Leute sich Level im Battle Pass kaufen. Aber es kauft sich keiner Level im Battle Pass. Doch. Ja. Ich kenne sehr viele Leute. Dumm bist du. Die sich Battle Pass Level gekauft haben. Und ich glaube auch nicht, dass Toda Level 70 wird, ohne zu kaufen. Auch natürlich. Das schafft er nicht mehr. Weiß auch gar nicht, welches Level er ist. Uni. Oh shit. Er ist hinter mir. Die Runde hat angefangen und er ist schon hinter mir. Gar kein Boss. Wieso habe ich eigentlich meine Map verloren? Oh nein, ich habe sie kaputt gemacht, oder? Geht die Map kaputt, wenn man sie voll komplett aufmacht? Nein. Nee. Hä, wo ist dann meine Map hin? Hä, es ergibt doch gar keinen Sinn. Wir sind doch entkommen. Wieso ist die Map weg? Oder geht die Map automatisch kaputt nach dem Entkommen? Nein. Na, es war eine rote Map. Nee, den Gen kriegen wir nicht mehr. Er kommt und ist im Saiyajin-Modus. Das ist Saiyajin. Super Saiyajin, Alter. Ich gehe zurück zum Gen, weil ist ja auch bei euch. Okay, ihr loopt alle den Gen. Wie gut. Ja, dann geht's zu einem anderen Gen. Dann gehe ich ja zum anderen Gen. Ich wollte ihn eigentlich schnell fertig machen. Scheiße. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Was heißt Tunneln, Brownie? Wenn du so einen Tunnelblick hast, du bist auf eine Person fokussiert und tust den die ganze Zeit jagen. Wenn er vom Haken runtergeholt wird und der Killer geht genau wieder auf den. Und alles um ihn herum ist ihm egal. Das ist der Tunneln. Herzlich willkommen, Daniel. Also der Überlebende hat dann in der Situation keine Chance. Aber die anderen Überlebenden haben in der Situation die Chance, alle Gens zu machen und zu entkommen. Wenn sie es gut anstellen. Daniel, wie geht's dir? Frohe Ostern. Was hast du Schönes bekommen zu Ostern? Brownspark, was machst du eigentlich gerade? Buchhaltung, Kappa. Pizza essen, oh wie lecker. Selbstgemacht? Mach dir mal so eine Knoblauchölsoße rauf auf die Pizza. Wo gibt's eigentlich Knoblauchölsoße? In jedem Fachhandel? Was ist überhaupt ein Fachknoblauchölhandel? Nee, vom Italiener. Bitte aufzureden. Oh. Hallo. Vielen Dank, klüge Hähnchen. Er hat mich gesehen. Ich hau ab. Oh, guten Morgen, Daniel. Schön, dass du wach bist. Hä? Hm? Wo ist der Killer? Ah, ich sehe ihn. Er campt. Er hat Blood Echo. Ich hol dich. Geil.
Oha, ein grüner Schlüssel, der wird mir absolut nichts bringen. Ach so, deswegen habe ich meine Karte verloren. Weil der den Perk hat, oder was? Ach, vielleicht hat er... Ach nein, ach, alles gut, ich bin dumm. Und ich hatte den grünen Schlüssel und habe dann eine andere Kiste aufgemacht. Und dann den anderen grünen Schlüssel wieder reingelegt. Oben, ne? Im Haus. Mhm, ja. Ja, genau. Heilen? Nicht heilen? Oh, Killer kommt. Ich bin im Arsch. Oh, geil. Hähnchen, wo bist du? In der Check? Ich bin in der Check, Hähnchen. Check, check. Und du? Hähnchen? Hast du gerade den Lese gemacht? Komm her. Oh nein, Alter. Das war so ein Scheiß. Check, check, check. Und dann Daniel, der gar nicht geredet hat. Das war so das beste Gameplay ever. Das werde ich nie vergessen. Ich glaube, deswegen hasse ich dieses Spiel auch so sehr. Das ist aber echt ein geiles Spiel eigentlich. Noch 19,5 Stunden, dann wird es ein 24-Stunden-Stream. Geil. Danke dir. Nein, Spawny macht einen 24-Stunden-Stream. Ich hau ab. Egal, wo er hinguckt, er wird geblendet, Kappa. Scheiße. Haha, verarscht. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Frohe Ostern. Oh, frohe Ostern, die Dame. Hast du fleißig Eier gesucht? Frohe Ostern an wie noch immer. Just the Broken. Hallo, Broken. Frohe Ostern. Oh, ich blute, ich blute, ich blute, ich blute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schon wieder Super Saiyajin. Ein Gen noch. Ein Gen. Habt ihr eigentlich Geschenke bekommen? Wie sieht's aus, Live-Chat? Bekommt man nicht in eurem Alter schon Geschenke? So? Richtig krasse? Oder nur Eier und Schokolade? Eier suchen tue ich nicht, nur an Ostern. Ah, gut. Paul musste auch lang nach seinen Eiern suchen. Und ist nicht fündig geworden. Ah, oh, wie schlecht von mir. Scheiße. Ich merke auch, wie schlecht ich in DBD bin. Ich soll es eigentlich wieder deinstallieren. Ist das eigentlich ein Kompliment? Was? Meine Eier sind lecker. Oh, toll, Ronsberg, toll. Hast du sie schon im Mund gehabt, oder was? Oh Gott. Wie tief müssen die hängen, damit das klappt? Ihr macht weder ein Gen noch hier jemand Hähnchen holen? Irgendeiner hat gerade Hähnchen gelobt. Ich wollte gerade Hähnchen holen, aber er campt. Ja, eben. Wie soll ich denn dann Hähnchen holen, wenn du bei Hähnchen bist? Mit dem Killer. Im Super Saiyajin-Modus. Ich konnte sie halt nicht holen und jetzt campt er heute euch beide so. Nee, es ging halt nicht. Er war im Super Saiyajin-Modus und... Warte. Oh ja, Schokoeier kann man echt gut lutschen. Oh, scheiße. Ich hol dich, dann krieg ich wenigstens meine Mission. Ist egal, wer wen heilt. Ich halte dich. Oh, er kommt. Scheiße, er sammelt wieder ordentlich Blutpunkte. Also Blut. Ey, nur noch ein Gen, Leute. Und alle drei Gens sind schon angefangen. Haut mal rein. Es gibt... Was gibt's? Hähnchen, ich bin rechts von dir. An Ostern.
Daniel, was machst du denn mit deinem... Was hast du denn bekommen zu Ostern? Und herzlich willkommen, Jessilein. Mir geht's jetzt besser als heute Morgen. Was war denn heute Morgen? Kopfschmerzen oder was? Was hast du Schönes bekommen, Daniel, zu Ostern? Berichte uns. Only holds Whitefix. Oh. Die liegen beide nebeneinander, oder? Oder täuscht es? Also von meiner Sicht weiß ich nicht. Ja, nee, sind nebeneinander. Jetzt können wir trotzdem Whitefix holen. Der müsste voll sein. Ich mache einen Gen. Hat er Adrenalin? Weiß ich nicht. Ich bin am anderen Ende der Map und mache einen Gen gerade. Wie alt ist dein Gen? 70. 80. Ich glaube, ich ziehe den schnell durch. Stirb da. Ah, scheiße. Sind beide dead irgendwo. Und du? Ich habe gerade auch einen Gen auf 80. Daniel, was hast du zu Ostern bekommen? Aber wir können beide noch entkommen. Ich hätte es so oder so nicht mehr geschafft. Weil ich auf der anderen Seite bin. So haben wir wenigstens den Gen noch geschafft. Eine Jacke? Oh, wie cool. Ich habe Schokolade bekommen. Daniel hat von mir gefüllte Eier bekommen. Oh, wie cool. Ich bin aber ordentlich geladen, du. Wo bist du? Du sagst da, ja nicht, verfolgst. Da, wo Flix, Flix sage ich schon, wo Whitefix war. Machst du denn auch ein Gate? 50% erst. Scheiße. Ah. Ich mag ja das andere. Erst bei mir, ich bin im Arsch. Scheiße. Der Gen ist bei 70. Oder 80, der Ausgang. Er kommt zu dir. Er kommt zu mir. Er kommt zu mir zurück. Schaffe ich es, dich zu holen? Ich bin nicht dead on hook. Ja, aber schaffe ich es? Warte, er läuft gerade zu mir. Achtung, er läuft zu dir, Richtung. Ja, dann schaffst du es. Dann können wir zu deinem Ausgang gehen. Er geht zu Jack. Oh mein Gott! Ich habe kein BT. Ach so, ja super. Dann haben wir verloren. Er läuft jetzt zu deinem alten Ausgang. Er ist jetzt bei mir. Er ist bei dir, hatte ich gesehen. Wir sind im Arsch. Du hättest mich jetzt, wo du gehittet wurdest, mich holen können. Wenn er schlägt, dann hat er doch Cooldown. Dann kannst du mich runterholen. Aber es bringt, glaube ich, nichts, ne? So aus. Wieso nimmst du denn kein PT mit? Weil keiner aus dem Team PT mitgenommen hat. Okay. Alles klar. Ich hatte gesagt, ich nehm's aus. Ork hat Toffee bekommen. Oh, wie cool. Toffee-Fee. Der hat jetzt gar nicht so gekämpft, Blue. Eigentlich hat er ja ganz in Ordnung gespielt. Weil sonst hätte er uns nicht alle töten können. Wenn er gekämpft hätte, wäre halt einer gestorben und die anderen hätten einfach alle Gens gemacht und wären rausgegangen. So passiert es eigentlich normalerweise, wenn jemand kämpft. Außer wir wollen den Gekämpften nicht zurücklassen. Und dann passiert halt, dass alle sterben. Weil wir zum Gekämpften gehen und dann auch sterben. Was sehr dumm ist, gerade wenn man auch nicht mal PT dabei hat. Deswegen muss man dann halt den einen leider zurücklassen und dann einfach Gens machen und gehen. Wir müssen mal wieder Monster Hunter Online spielen, so langsam traue ich mich wieder. Sehr gerne, Ronsberg. Ich habe gerade eben 2 Stunden oder 3 Stunden Monster Hunter gespielt. Können wir sehr gerne machen. Ich habe so viel von Monster Hunter schon wieder gelernt heute und am Donnerstag, Toffi. Ich habe so viel Neues gelernt. Vielleicht kann ich dir sogar noch Dinge beibringen jetzt. Ich habe so viel gelernt. Das ist jetzt meine letzte Runde. Okay. Ich weiß jetzt, wie man mit dem Bogen umgeht. Es gibt verschiedene Attacken. Die muss man immer wechseln, rotieren.
Weil du hast oben einen Ausdauerbalken. Der Ausdauerbalken, den musst du auffüllen, indem du vor die Mission essen gehst und Essen kochst und das mitnimmst. Und in der Mission musst du essen, damit der Ausdauerbalken wieder hochgeht. Und du musst die Attacken rotieren. Du kannst die Attacken, die Waffen schärfen. Da machst du noch mehr Schaden. Du kannst die Waffen auch noch in der Schmiede verbessern, neue Waffen schmieden. Und deine Begleiter musst du auch noch ausrüsten. So, du gehst dann. Das war's dann schon wieder. Ja. Ich bin Rang 4 wieder. Ich hab 7. 7 von 25 Hooks. Das dauert so lange. Diese Runde werde ich Level 64 im Battle Pass. Dann noch 6 Level. Wir müssen Rouge Heroes spielen. Toffi, es wurde ja gefixt. Hätte ich auch richtig Bock drauf. Vorausgesetzt, unser Bug wurde wirklich gefixt. Was machst du heute Abend noch, Hulda? Ist irgendwas geplant? Keine Ahnung. Morgen ist ja frei. Ja, ich habe schon seit einer Woche frei. Okay, einfach Hulda der Freie. Macht gar keinen Sinn, aber egal. Ja, keine Ahnung. Oh, Valheim müsste ich mal spielen. Soll ja richtig gut sein. Spiel mal Crosscode. Ja, muss ich auch noch. Hast du es eigentlich durchgespielt, Toffi? Nee, ne? Also ich habe ja, von uns beiden habe ich ja als letztes ein Spiel durchgespielt. Was waren das nochmal? Was habe ich als letztes durchgespielt? Ach ja, Phoenix Rising, das DLC. Und Phoenix Rising selber habe ich auch schon durchgespielt. Ich bin müde. Oh, Broken. Leg dich hin, wenn du eh Kopfschmerzen hattest heute Morgen und so. Ich habe ja die, gestern und vorgestern habe ich ja auch nicht gestreamt. Einerseits fand ich es selber blöd, weil ich irgendwie in meiner Freizeit hätte gerne mehr geschafft an Produktivität. Was auch immer Produktivität an der Stelle bedeutet. Aber ich muss sagen, es hat auch gut getan, einfach mal einfach nur im Bett zu liegen, ein bisschen Fernsehen zu gucken. Sich um den Bot zu kümmern, was da unterging die letzten Tage. Ich liege im Bett und schaue den Stream, sehr gut. Oh nee, das ist der Clown. Ich habe gestern Bowser Fury durchgespielt. Okay, Clown. Ist es der mit dem neuen Kostüm, mit dem Chicken? Mit den Chicken Wings? Ja. Keine Ahnung, ich hab's nicht erkannt. Oh, Bowser's Fury, Roundspark. Respekt, Roundspark, Respekt. Da bin ich ja wieder dran zu liefern, oder? Muss ich wieder liefern? Bowser's Fury sind 4 Stunden Spielzeit, oder? Oh Gott. Geh einen Hit tanken. Ich glaube, Bowser's Fury ist ganz geil. Aber es ist halt nur ein DLC, ein kleines. Es ist jetzt kein eigenständiges Spiel. Hit getankt. Oh, ich sehe es, hier ist alles voller Nebel. Er ist immer noch bei dir. Ich habe einen Gen gemacht, ich gehe zum nächsten. Oh, ja, Vitex ist erstmal safe. Der Killer ist bei mir. Alle Paletten sind schon umgeschmissen. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich habe keine geworfen. Danke, Hähnchen. Ich habe mich verloren. Ich bin jetzt 6 Stunden wach und bin gleich wieder im Bett. Graffiti, was ist denn da los?
glaube, da waren Gen-Hähnchen. Seid ihr alle so faul? Doch nicht. Alle so faul? Eigentlich ganz cool. Also, das Spiel ist nach 50 Insignien durchgespielt, aber für 100% braucht man nochmal 50 Insignien. Also 8 Stunden Spielzeit. Voll in Ordnung. Und ich finde, warum bemisst man ein Spiel immer anhand der Spielzeit? Ich meine, ich habe schon so geile Spiele gespielt, die vielleicht nur 2 Stunden gingen, aber dafür hatte ich die besten 2 Stunden meines Lebens. Du hast andersrum, ja so immer das Unterspiel zu ja, viel nee. Spielzeit. Genau, aber andersrum hatte ich halt auch schon Spiele, die gingen irgendwie 50 Stunden, davon waren 48 Stunden dummes Gefarme. Das ist halt so. Ich spiele gerne auch kurze Spiele, die dafür aber richtig geil sind. Weil mein Schmeckern ja dann, dafür gebe ich jetzt keine 19,99 aus. Ich verlange für 3 Stunden Spielzeit, dass ich Geld dafür bekomme, wenn ich das Spiel und Spaß habe. Oh nee. Andere gehen für 30 Euro 3D-Kinofilm gucken, geben nochmal 10 Euro Popcorn aus und dann kriegst du einen scheiß Actionfilm, so, wo nur Bum-Bum ist. Ja? Was hast du, dass du ein Spiel hast, das du in einem Stream durchspielen könntest und das nicht mehr kaufen musst, weil du ich weiß, schon hast. Airy oder Effy oder wie das Ding heißt. Ah, Air Memories of All. Ja, genau, das meine ich. Habe ich ja gesagt. Toad und Broken Wings auch. Ich habe, meine ganze Bibliothek ist voll von kostenlosen Epic Games Spielen. Da sind auch teilweise gute dabei. Ja. Aber mir geht's ja nicht darum, möglichst viele Spiele möglichst schnell durchzuspielen. Lost Ember ist auch cool. Ja. Hab es bei Chris zum ersten Mal gesehen. Ich habe auch schon ein ähnliches Spiel bei mir gespielt, auf der Switch damals. Und ähnliche Spiele auch noch auf meiner Wunschlist. Soll ich holen oder willst du holen? Ich werd grad gechased, also. Wäre cool, wenn du holen würdest. Right hold. Dann gehe ich zum nächsten Gen. Skyrim, ja, Skyrim haben wir im Dezember angefangen zu spielen. Mit geilen Mods, mit so schönen Grafikmods, werden wir bald weiterspielen auch. Oh Gott, Dad hat... Was, noch ein Gen? Was ist denn jetzt passiert? Wie lange habe ich den geloopt? Ja, und wir waren effektiv in der Zeit, wir haben nicht nur dumm umgeguckt. Ja, wie lange habe ich jetzt den Killer abgelenkt? Keine Ahnung. Was macht ihr jetzt? Wow. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber das war irgendwie dumm. Du wird gerade gefarmt, denke ich. Nee, er geht nicht auf mich, nein, Mann. Doch, er kommt. Ich gehe zurück zum Gen. Aber was machen die anderen beiden gerade? Wildfix hat mich gerade geholt. Das checke ich gerade irgendwie. Wird gechased. Und wo ist er jetzt? Wird gechased. Was White gerade macht. Ja, wird gerade gechased. Ach so. Und Hank jetzt. Ja. Jetzt ist er wieder bei mir am Gen. Jetzt verfolgt er Hähnchen. Hähnchen rennt weg, genau. Ich gehe zurück zum Gen. Der wurde, glaube ich, getreten. Nee. Nee, nicht. Perfekt. Obwohl er Pop hat. Hast du Adrenalin? Ja, habe ich. Oh, jetzt wie konnte passieren, dass beide... Einer wird gechased. Warum liegen da jetzt beide? Das macht gar keinen Sinn. Seid ihr beide zusammen weggerannt, nebeneinander, Händchen haltend? Weil Whitefix mit reingerannt, nachdem Händchen gechased wurde. Okay, obwohl Whitefix auch verletzt war. Nee, er war ja auch verletzt. Deswegen weiß ich nicht. Ah, DS. Wahrscheinlich einfach Pech. DS, alles gut. Holst du Hähnchen? Ja. Hähnchen wurde geholt. Oh. Mach den Ausgang. Du den anderen. Mach du den links von der Scheck, ich mach den oberhalb. Ich bin mir nicht sicher, welchen. Also ich bin jetzt. Ja, okay, ich bin scheinbar bei dem, den du meinst. Spielst du DBD weiter, wenn du da raus ist? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Wahrscheinlich schon, oder? Was soll ich denn sonst machen? Ja, spiel weiter. Was soll ich denn sonst machen, Doffi? Ein Gen auf 99. Meiner auch, dann lass uns rausgehen. Naja, bitte nicht öffnen. King Dani. Oh. Wo ist Hähnchen? Keine Ahnung. Wird gechased. Wo? Weiß ich nicht. Fortnite habe ich irgendwie seit 2 Wochen nicht mehr angefasst. Just Broke, ohne Witz, das ist so krass.
Ich habe heute einen freien Nachmittag. Ich würde Fortnite spielen. Vielleicht hast du ja auch Lust. Dahin, hier ist der Don Hook. Gehen wir. Ja. Aber Whitefix ist irgendwie abgehauen. Also ich gehe jetzt raus. Wo ist denn Whitefix hin? Der stand eben noch neben mir am Ausgang. Da ist er. Oha, er wird noch geschased. Hat er nöt? Nein. Boah, ich hing nicht einmal. Voll krass. Ich habe glaube ich 0 Chase-Punkte. Ich muss jetzt noch chasen. Und T-Baggen und so, weißt du, so richtig toxic. Aber die Spielmechanik sagt halt, ich soll das machen, sonst krieg ich Minuspunkte. Du hast keinen Plus gemacht. Ja. Ich habe halt nur Gens gemacht und dafür gibt es halt nur ein Schillerndes. Stattdessen hätte ich halt, wo du gesagt hast, oh, alle Gens sind gemacht, hätte die Spielmechanik eigentlich von mir verlangt, dass nur die Hälfte der Gens gemacht sind. Dann hätten wir jetzt aber alle verloren, aber dann hätte ich Pluspip bekommen, weil ich dann stattdessen was anderes gemacht hätte. Was uns aber nicht zum Entkommen geholfen hätte. Egal. Deswegen habe ich jetzt 0 Punkte bekommen. So. Naja, viel Spaß euch noch. Alles klar, ciao. Ciao. Will noch jemand mitspielen? Wer ist alles online? Niemand. So, Frage ist, ob Hähnchen noch weiterspielt und Wright. Hähnchen ist auch gegangen, okay. So. Level 64. Fortnite würde ich dann, glaube ich, eher privat spielen. Wenn überhaupt, wahrscheinlich eher gar nicht. Also, ihr könnt ja gleich spielen. Broken würde auch mitmachen, Toffi. Vielleicht komme ich dann doch noch spontan dazu. Würde ich mir nach dem Stream vielleicht Essen machen und dabei dann ein bisschen Fortnite spielen oder so. Oder euch zugucken. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Einfach Rang 3 geworden, Whitefix. Krass. Krass. In der Runde habe ich 0 bekommen. Aber du hast schön variiert. Du hast nicht nur Gens gemacht, sondern auch dann vom Haken geholt und so. Ich habe halt irgendwie dann 4 Gens geballert. Und das ist halt nicht gut. Obwohl das auch gut ist, aber nicht für mich. Ich mag Fortnite gar nicht. Ja, doch. Also es gibt schon Phasen, da macht es Spaß. Auch wenn man, gerade wenn man mit Freunden spielt. Aber es ist halt, ja, wie jedes Spiel, halt immer das Gleiche. Aber irgendwie macht mir Dead by Daylight gerade mehr Spaß. Irgendwann wird die Phase wahrscheinlich sein, dass Dead by Daylight mir zu viel ist. Dann spiele ich wieder was anderes. Aber es ist jetzt gerade halt einfach die Phase, wo ich, gerade auch bei Fortnite, mich stören irgendwie die Waffen. Die sind irgendwie alle kacke. Man kann nicht zielen mit den Waffen. Das Einzige, womit man zielen kann, ist der Bogen. Da hast du aber immer nur 30 Pfeile, wenn du überhaupt Pfeile findest. Gegner droppen nämlich irgendwie kaum Pfeile, bis nie Pfeile. Und dann hast du, ansonsten hast du nur Dreckswaffen. Außer eine Scar, die du sehr, sehr selten hast. Oder Sturmgewehr, was du halt irgendwie sehr kompliziert dir selber bauen musst. Ansonsten hast du halt nur Kackwaffen, die, ja, die dann nur im Nahkampf funktionieren. Schrotflinte, wo du dann wirklich nicht mehr zielen musst, sondern nur noch linke Maustaste drücken musst und dann ist der Gegner tot. Das ist irgendwie,
Und dann hast du diese Kinder, die dann diese Baufights machen, die bauen dann mega krass. Um am Ende genau mit der Waffe, wo man nicht zielen müssen können, dich dann töten, weil sie dann Linksklick vor dir machen. Das nervt mich aktuell. Dürfte ich mitspielen? Ah, hol, das spielt jetzt Fortnite. Bin 14 und meine Stimme ist wie 10. Alles klar. Sorry, falsch. Was falsch? Ach, du wolltest gerade jemand anderen schreiben und jetzt hast du es hier in den Chat geschrieben. Jetzt wissen es alle. Ein Schokohasen? Viel Spaß, Daniel. Mit deinem Schokohasen. Ach, falscher Smiley. Ach so. Hä? Ach so. Violet, herzlich willkommen. Ich kann in Fortnite einigermaßen bauen, spiele halt auf der Switch. Auf Controller ist Bauen leichter, sagen mir ganz viele Leute. Aber Zielen schwerer. Aber in der neuen Season ist Zielen halt einfach irrelevant geworden. Bauen ist jetzt halt wieder wichtiger in Fortnite. Und ich kann nicht bauen. Aim ist mit der Maus besser. Genau, aber durch die neue Season mit den Waffen, die eh irgendwie streuen, auch wenn du zielst, ist es halt irgendwie unwichtiger geworden. Und mit der Schrotflinte brauchst du halt nicht zielen. So, es geht halt auch mit Controller. Das Einzige, der Bogen ist halt irgendwie dann Kacke, ne? Auf Controller. Aber die Season ist eher so aufs Bauen ausgelegt, habe ich so das Gefühl zumindest. Oh, es ist die Jägerin. Kommt sie hoch? Ich hoffe nicht, dass es das wieder eine Jägerin ist mit One-Shot. Oh, ich dachte schon, Cyberpunk ist so geil. Ich freue mich drauf, nachher weiterzuspielen. Okay. Aber es ist leider immer noch komplett verbuggt und komplett irreführend. Daniel, es kann nicht sein, dass GTA 5 eine bessere Polizei-KI hat als Cyberpunk. Und Cyberpunk wirbt damit, die krasseste künstliche Intelligenz, die es jemals im Spiel gab, zu besitzen. Was gar nicht stimmt. Das ist einfach eine Lüge. Ich habe keine Bugs. Krass. Dann bist du der erste Cyberpunk-Spieler, der keine Bugs hat. Das ist einfach die Secret Edition. Danke, dass du mir den Arm versaust. Nein. Wieso? Du kannst doch trotzdem Spaß haben mit dem Spiel. Ich wünsche dir auch viel Spaß mit dem Spiel. Da ist er nicht der Einzige. Du hast auch Cyberpunk ohne Bugs. Krass, Tina. Herzlich willkommen übrigens und frohe Weihnachten. Ostern. Es kommen übrigens bei Cyberpunk 13 DLCs raus, wovon 10 kostenlos sein sollen. Frohe Weihnachten. Es kommen 13 DLCs raus und 10 davon sind kostenlos. Also ihr habt auf jeden Fall noch sehr viel Content in Zukunft. Happy Halloween. Ich habe einen Gen gemacht. Was hast du gemacht? Oh, geil. Hä, hat er sich jetzt selbst vom Haken geholt? Oh, Scheiße. Hä? Er hat einfach um die Ecke geworfen. Was machen denn meine Teammates hier? Alle komplett komisch. Enre, Denna. Ja, moin. Puh.
Jessiline fest sich am Kopf. Was los? Was mit deinem Kopf los? Kopfschmerzen? Gute Besserung. Ich gehe da mal weiter, die ganzen Gents machen. Sind da nur noch vier? Liebe Mustafa. Oh, er liebt sich zu 35% selbst. Jo. Oh mein Gott. Mein Kopf sagt mir ständig, dass du der größte Depp bist. Geil. Danke. Frohe Ostern. So viel Liebe im Chat. Morgen ist schon wieder Montag und dann sind alle vier Feiertage vorbei. Ach ja. Einer hängt, einer liegt. Ich mache alle Gens. Dabei muss ich die von Haken holen. Aber wenn ich die vom Haken hole, dann wären wir jetzt noch bei 5 Gens. Und das Spiel sagt, yo, du bist kacke. Du hast 5 Gens gemacht am Ende, wenn wir alle entkommen. Also... Ich hör nächste Runde auf, Gens zu machen, damit das Spiel sagt, du bist gut, plus 1 Pip, und wir aber alle sterben werden. Genauso werden wir es machen. Aber lass uns erstmal... Ich muss mich heilen. Ich wurde eben angeschrien, böse Mama, böses Bahn. Hä? Dein Kind kann doch noch gar nicht reden. Das hast du dir alles selbst eingeredet. Sie hat wahrscheinlich geweint, weil sie Todesangst hatte und das Wasser entweder arschkalt war oder arschwarm. Oder sie mag einfach kein Wasser. Sie dachte sich so, Hilfe, was passiert hier? Wasser, oh mein Gott. Geil. Oh Mann. Warum kommt der Killer zu mir, wenn... Ich check's nicht. Das war gerade sehr merkwürdig. Oh nein, jetzt hänge ich. Guten Tag, Live-Gamer, frohe Ostern. Verbringst du gar nicht Ostern mit deinem Freund, Jessiline? Wieso ist dein Freund nicht bei dir? Wasser, nein. Ich will nicht wieder in den Bau. Hier draußen ist es so interessant. Okay. Der zockt Pokémon auf meiner Switch. Bei sich. Hä? Es ist Ostern und er nimmt deine Switch und spielt bei sich zu Hause Pokémon? Respekt. Das muss man sich erstmal trauen. Ich will meine Ruhe, okay. Sie kämmt. Die Kinder heutzutage zu verwöhnt. Ich gehe auf TikTok und sehe irgendwelche Kinder, die über 100 Euro Geschenke zu Ostern haben. Tja. Außerdem müssen wir nicht ständig aufeinander hocken. Du kannst machen, was du möchtest. Also solange ihr beide zufrieden seid, seid ihr beide zufrieden. Das ist doch alles, was zählt, oder? Du es schön findest und er findet es schön, dass jeder seinen Weg geht, dann ist es so. Sieht irgendwer meine Nachrichten? Daniel, wir sehen deine Nachricht. Wir sehen deine Nachricht. Zumindest die Nachricht, wo du fragst, ob wir deine Nachricht sehen. Alle anderen Nachrichten sind nicht angekommen. Alle anderen Nachrichten sind nicht angekommen.
Falls da noch andere Nachrichten sind. Ich bin tot. GG. Ich habe einfach gar nichts bekommen zu Ostern, weil meine Mutter meinte, ich wäre dafür zu alt. Ja, dann ist das so, Life Gamer. So. Oh. Ich bin wieder Rang 5. Ich habe zwar alle Gens gemacht, aber... Obwohl, nein, ich habe die Hälfte der Gens gemacht. Schau mal im richtigen Twitch-Chat und nicht auf dem Bildschirm. Nee, da kam nichts weiter an. Ich habe alle Nachrichten vorgelesen und geantwortet, die ich hier sehe. Ich sehe hier keine weiteren, Daniel. Ich habe fürs Kind einen Strampler bekommen, eine Mütze und 4 Nuggies. Nuggies. Du meinst Nuckels. Nuckel. Ich habe einen ewig langen Text geschrieben. Alles umsonst. Ich sehe hier keinen Text. Siehst du ihn bei dir im Chat noch? Dann, wenn ja, dann kopiere ihn mal und füge ihn vielleicht nochmal ein oder schreib ihn privat. Ansonsten musst du ihn leider nochmal schreiben. Hier kam tatsächlich nichts an. Aber Just Broken, ich habe Schokolade und eine Duftkerze zu Ostern bekommen. Ich bin glücklich. Oh, die Duftkerze. Das fühle ich. Schnuller. Wir haben irgendwie schon 6 Stück verloren. Was? Wie irgendwie? Sind die beim Spazierengehen vielleicht aus dem Wagen gefallen oder was? Anders kann man ja keine verlieren, oder? Anders geht's ja nicht. Muss ja beim Spazierengehen passieren. Wow. Runtergeschluckt. Kadus Rage. Herzlich willkommen. Hi. Ich tippe mal drauf, die wirft die einfach weg und dann heult sie. Sinnlos. Ja, aber wo soll... Da müssten die doch bei dir zu Hause rumliegen auf dem Boden, wenn sie die wegwirft. Oder meinst du, die wirft sie aus dem Fenster? Dann müssten ja aber auf der Straße vor deiner Wohnung ganz viele Nuckel liegen. Also auch komisch. Bin jetzt auch... Ja, ich bin wieder 5. Ich bin wieder 5. Bei meinem Freund sind schon 4 Stück. Ah. Warum liegen bei deinem Freund 4 Nuckel? Ist es nicht intelligenter, sie bei dir zu lassen? Ja, okay, falls du welche vergisst, dann sind bei ihm welche, falls du mal dort sein solltest, ne? Dim, dim... Vielleicht habe ich sie aufgesaugt. Das Nuckel kann man, glaube ich, nicht aufsaugen. So ein Staubsauger hat doch so eine Öffnung ungefähr, oder? Da passt doch kein Nuckel rein. Sind Nuckel nicht irgendwie größer? Sind Nuckel nicht ungefähr so groß? Die passen doch da nicht rein. Und du würdest die doch merken. Und außerdem hast du doch einen Staubsaugeraufsatz. Das ist doch noch kleiner. Da passt doch kein Nuckel rein. Jesse. Oder hast du so einen Staubsaugeraufsatz, wo du ganze Tiere wegsaugen kannst? Ganze Hamster und weiß ich was. Komisch. Ganze Tiere wie Spinnen. Ja, Spinnen kannst du auch mit dem kleinen, normalen Staubsauger wegsaugen. Habe ich auch schon gemacht. Das Problem war, das Tier war auf einmal weg. Also am nächsten Tag. Es ist irgendwie wieder rausgekrabbelt. Ungetier. Ja, das war so eklig.
kriege ich Gänsehaut an dem Gedanken. Aber ich habe... Daniel, ich habe seit über ein Jahr kein einziges Tier mehr in meinem Zimmer gefunden. In der ganzen Wohnung. Ich habe keine Insekten mehr in meiner Wohnung. Keine Fliegen, keine Mücken, keine, vor allen Dingen keine Spinnen. Ja. Nichts von all dem ist, oder keine Wespen, auch ganz eklig. Alle Tiere, die ich gerade aufgezählt habe, die will man alle nicht in der Wohnung haben. Ich habe seit über einem Jahr kein einziges Tier mehr in der Wohnung, egal wie weit ich das Fenster auf habe. Stichwort Fliegengitter. 1 Euro. Beste Investition in meinem ganzen Leben, die ich getätigt habe. Ein 1 Euro Fliegengitter. Am Fenster angeklebt. Du kannst es ankippen, du kannst das Fenster aufmachen. Es kommt keine Wespe mehr rein, es kommt keine Mücke mehr rein, es kommt keine Spinnen mehr rein, die sich dann irgendwo in der Wohnung einnisten. Alles weg. Nie wieder das Problem gehabt. Weil er eine Freundin wie mich hatte und ich bei jeder Spinne geschrien habe. Ja, und bald schlüpfen die 1000 Eier in deinem Staubsauger und die Spinnenarmee kommt raus und in deine Wohnung. Okay. Habe eine Phobie gegen alle Insekten. Denn 1 Euro Fliegengitter an dein Fenster ran, fertig. Problem für den Rest deines Lebens gefixt. Nice. Niemals Tiere einsaugen. Die legen Eier. Hä, aber Daniel, wenn du die Tiere nicht einsaugst, dann legen sie ja außerhalb deines Staubsaugers Eier. Du löst ja das Problem nicht, indem du nichts tust, sondern du verschiebst das Problem ja nur. Die Location ist nur eine andere, wo die Eier liegen. Deine kleben halt an der Wand. Lieber töten. Ja, gut, okay, dann hast du schöne Flecken an der Wand. Oh, Trickster am Start. Oh, wieso geht denn der auf mich? Was ist denn eine Frechheit? Wow. Das hat aber echt gut gespielt gerade. Meine Eier kleben doch nicht an der Wand. Doch, deine Eier kleben an der Wand. Richtige Klebeeier. Kennst du dieses Zeug, was du an die Wand schmeißt und dann bleibst kleben? Jeder hat sowas als Kind mal gehabt, oder? So Schleim. Klebeschleim. Auf die Hand nehmen und mit der Faust zerquetschen. Ih, ist ja eklig. Good guy, frohe Ostern. Uiuiuiui. Geil, danke fürs Knallen. Danto. So, noch 4 Gems. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass man die Viecher in Freiheit entlassen sollte. Ich dachte, du bist männlich und hast keine Angst davor, eine verdammte Spinne in die Hand zu nehmen. Hä? Daniel? Ich lasse diese Spinnen gar nicht erst in meine Wohnung kommen. Dann muss ich sie auch nicht in Freiheit entlassen. Ich lasse diese Spinnen einfach in der Freiheit, indem ich ein Netz vor mein Haus geklebt habe, vor meinem Fenster. Und dann kommen die halt gar nicht erst in Gefangenschaft. Verstehst du? Ich bin doch der viel bessere Mensch. Ja? Du tust halt diese Spinnen zu Hause gefangen nehmen und denkst, du bist ein guter Mensch, nur weil sie dann irgendwann in Freiheit wieder entlässt. Ich sorge dafür, dass sie gar nicht erst in Gefangenschaft geraten. In meinem Staubsauger sind keine Spinnen. Das nur Staub. So wie es sein soll. Spinnen sind aber keine Insekten.
Was denn dann? Spinnen sind Monster. In meinem Spinnen sind keine Staubsauger. Und in meinem Staubsauger sind auch keine Spinnen. Ich kann dir gerne meinen Staubsauger zeigen, aber das ist eklig, weil da ist Staub drin. Bam. Schluck trinken, danke dir. Oh, ich habe Angst, dass ich gleich einen Fähigkeitscheck kriege. Toll, danke! Livegamer, danke! Ich trinke nach der Runde. Spinnentiere, Achanria. Echt? Seht das nicht trotzdem als Insekt? Bitte, Brownie. Hat sich gelohnt, oder? Für dich, Livegamer. Hat sich gelohnt. Bam. Hä? Wo ist der Jen hin? Hier war doch gerade ein Jen. Oh, ich hab mich verguckt, scheiße. Einfach verguckt. Insekten haben 6 Beine, Spinntiere 8. Dann reißt 2 Beine raus, dann ist es ein Insekt. Zu mir, ich Monster Hunter spiele, macht es immer mehr Spaß. Ja, deswegen, genau, je mehr Zeit du mit Monster Hunter verbringst, desto mehr Spaß hast du daran. Ich kenne diesen Moment zu gut. Oh Mann, wenn genau dann ein Geschenk kommt, wenn man was trinken möchte. Mann! Sorry. Skillcheck. Daniel, was machst du heute noch Schönes? Gehst du nochmal zum See und spielst Gitarre? Ah nee, du wolltest heute Abend noch Cyberpunk spielen, stimmt. Läufst du wieder nackt durch die Stadt, oder? Und belästigst die virtuellen Menschen mit dem Anblick deines Schniedelwutzes. Wieso sollte ich ein zweites Mal zum See gehen? Weil du vielleicht kurz nach Hause gegangen bist, weil du pullern musstest oder so. Du bist ja keiner, der an den See pisst. Ich laufe untenrum nackt durch die Stadt. Ich weiß. Ich gehe. Geil. Nöd. Scheiße. Scheiße. Oh, und der andere hat gerade das Totem zerstört, was halt aus war. Genau dieses Totem hätte jetzt das Totem sein können, was nöt ist. Okay, nöt ist zerstört, Leute. Alles. Beruhigt euch. Ich bin aber bodenständig und habe die Penisgröße auf Standard gelassen. Ich habe mich schon gewundert, warum der so klein ist. Ich dachte eher, du hast ihn quasi deiner Realität nachempfunden. Oh, das ist die Standardgröße. Aber warum ist die Standardgröße so klein, Daniel? Dir muss doch aufgefallen sein, dass der wirklich winzig ist im Vergleich zu deinem echten. Oder fandest du ihn als wirklich riesig?
Kann ja sein, dass du ihn als riesig empfunden hast. Natürlich eine Sache des von eigenen Erfahrungen. Okay, dann lass dich nicht heilen. Aber mecker nicht rum, wenn du gleich stirbst. Letztens habe ich einen Mann in der Stadt gesehen, der hatte nur Boxershort an. Und so einen komischen Hut in der Hand. Hatte aber eine Flasche Bier. Ich wollte Foto machen, aber dann kam der Bus. Hä? Alles sehr konfus. Ich war übrigens am Überlegen, ob ich ihn sogar auf klein stelle. Okay. War dir einfach zu groß, oder was? Das macht er jetzt nicht, oder? Der nimmt mich jetzt nicht und... LOL! Warum macht er das? WTF, warum macht er das? Was ist das denn für ein Arsch? Ich hab doch gewonnen, warum nimmt er mich denn jetzt noch in die Hand? Was für ein Arsch. Was für ein Arsch. Was für ein Arsch, oder? Du hast erst gewonnen, wenn du überlebt hast. Oh mein Gott. Wow. Nein. Einfach nein. Da werde ich toxisch. Aber der andere hat mich... Ich hätte eigentlich den anderen eher loben sollen, statt den anderen Flame. Egal. Stimmt, es war halt auch mein Fehler, ne? Ich bin halt nicht rausgegangen. Aber da zu stehen und das machen, bam, 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 darf ich mitspielen? Na, sehr gerne. Sehr gerne. Ich glaube, wir sind noch nicht befreundet, oder? Hier tust du mich adden. Ansonsten, wenn du Crossplay bist, musst du mich in Dead by Daylight adden. Brownie-A4.de. Dann kannst du mitmachen. Ich denke, wir werden jetzt noch eine Runde spielen oder so. Und dann mache ich erstmal aus eine Pause und dann komme ich vielleicht später nochmal wieder. Wann warst du eigentlich zuletzt mal draußen? Also abgesehen von Arbeit, Einkaufen und Döner holen. Vor 13 Monaten, Daniel. Vor 13 Monaten. Nein, halt, gestern bin ich zu meiner Mutter gefahren zum Mittagessen. Zählt das? Ansonsten vor 13 Monaten. Ich habe draußen sonst nichts gemacht. Was soll ich denn machen, Daniel? Was soll ich denn machen? Erzähl mal. Was soll ich denn machen? Yay, Lockdown. Erstmal rausgehen oder was? Und rumhusten. Let's go. Erstmal, ne? Einkaufen gehen. Jeden Tag. Sich mit Freunden treffen. An den See setzen. Picknicken mit anderen. Draußen grillen mit anderen. Irgendwas erleben. Let's go. Warte. King Dani. Angenommen. So, ich habe dich hinzugefügt. Du müsstest jetzt... Oh, das ging ja easy. Das ging ja schnell. Ich habe dich direkt in der Freundesliste drin. Ohne das Spiel neu zu starten. Wie cool. Ich bin meistens alleine draußen. Das ist cool. Aber jetzt wird das Wetter ja auch langsam wieder gut, um rauszugehen, Daniel. Wobei heute war es sehr kalt. Daniel, heute war es doch sehr kalt draußen.
Morgen schneidest du Lümmeltüte und dann gehst du raus und freust dich über die Kälte. Also ich freue mich nicht, wenn es kalt und nass ist. Da bleibe ich lieber zu Hause. Aber wenn die Sonne scheint und es 20, 25 Grad werden, dann ist schon geil. Gerade morgens, ne? Morgens um 7 Uhr. Heute war es okay. Echt? Wetter. Halle. 10 Grad, klarer Himmel. Ja, geht so. Aber 10 Grad ist relativ kalt, muss ich sagen. 10 Grad ist relativ kalt. Morgen gehe ich raus und mache ein episches Wikingerbild im Schnee mit meinen Äxten. Okay. Schickt es mal dann auf Discord. Schickt es mal auf Discord. Jeden Tag was Besonderes. Ja. Verstehe. Morgen soll es zu 100% schneien? Oha. Oha. Man kann in Skyrim ertrinken. Ja, cool. Aber wer will das? Wer will das schon? Wer will denn freiwillig in irgendwo in irgendeinem Spiel ertrinken? So. Oh, wir haben gar keinen Killer. 15 Mal muss ich noch vom Haken holen. Oh, 15 Mal. Da steht 100% Schneefall. Krass. 100% bedeutet halt, dass es auf jeden Fall passieren wird. Es wird nichts mehr dazwischen kommen. Die Welt wird vorher nicht untergehen. Es wird kein Asteroid einschlagen und die Ortschaft vernichten. Niemand wird in der Zeit eine Atombombe zünden. Es ist einfach 100% sicher. Das ist echt eine krasse Wetter. Also das muss ein Wahrsager. Hellseher muss das gewesen sein, Daniel. Der dir das gesagt hat. Lübeck 6,8 Grad und überwiegend bewölkt. Wie schafft man das, aus jedem Tag was Besonderes zu machen, vor allem alleine? Hey, Livegamer, jeder Tag ist doch was Besonderes. So, so wie jede DBD-Runde was Besonderes ist. Ist doch nicht immer alles gleich. Jede Runde ist doch anders. Und so ist dein Leben. Indem man sein verdammtes Hirn einschaltet und sich Ideen ausdenkt, dann denkt dir Ideen aus. Bei mir ist jeder Tag so gut wie gleich. Okay. Du schläfst, du stehst auf, du frisst, du kackst, du verpestest die Umwelt und gehst wieder schlafen. Oder was? Ja. So. Aber Strukturen im Alltag sind für viele Menschen wichtig, die brauchen das. Kommst du aus der Gegend von Halle? Nein. Nein, Blue. Aber Daniel. Daniel kommt aus Halle. Vielleicht trefft ihr euch ja mal am See. Wenn da ein Mann sitzt mit Gitarre, das ist Daniel. Blue, das ist Daniel. Dann kannst du ihn gerne mal ansprechen. Was denn? Oh. Ja, geil. Ich stehe auf, gehe duschen, esse, zocke, Netflix, schlafe. Okay. Sean wollte sich bisher nicht mit mir treffen. Bisschen weit von Lübeck. Ah, schade. Ich komme aus Berlin. Ich komme aus Berlin und niemand, absolut niemand wohnt in meiner Gegend. Und würde sich auch nur annähernd mit mir treffen wollen.
Berlin 2,5 Stunden weg. Ja, 2,5 Stunden ist halt, ne? Das sind halt auch 300 Kilometer oder so. Ich wohne zwischen Wuppertal und Essen. Ah. Bam. Ich habe heute den ganzen Tag nur Schokolade gefressen, ey. Boah, das ist eklig. Ich habe gerade diesen Schokoladengeschmack noch. Ich würde gern was Richtiges essen. Aber ich habe gar nicht so richtig dieses Hungergefühl. Wohnt Jonas nicht in Essen? Keine Ahnung, wo Jonas wohnt. Nee, Jonas wohnt in Hessen. Stimmt. Jonas wohnt in Hessen. Wann hast du das letzte Mal Gemüse gegessen? Vor 3 Jahren oder so. Nein, Quatsch. Vor Donnerstag. Im Döner, Daniel. Deswegen ist ja der Döner so gesund. Das ist einmal die Woche, wo ich Gemüse esse. Salat, Döner, Tomaten, Mais. Geil, oder? Ist aber nichts Dickes. Einfach A20, A14, A24 durch nach Berlin. Oh shit, was passiert hier? Hat er mich gerade gestalkt? Wo ist er? Hä, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ich bleibe einfach hier und warte. Irgendwo hat er mich gestalkt. Aber er holt mich nicht, das ist merkwürdig. Hä? Jetzt bin ich wieder. Muss ich das jetzt verstehen? Ich bin wieder im Status. Hä? Bürger sind. Hä? Daniel, wieso vergleichst du jetzt einen Burger mit einem Salatblatt? Mit einem Döner, wo halt Salat drin ist? Was ist denn das für ein Vergleich? Du kannst doch nicht Döner, einen Salatdöner mit einem Burger mit einem Salatblatt vergleichen. Tatsächlich ist beim Burger das Ungesunde das Brot, vorausgesetzt es ist dieses Weißbrot. Da kannst du aber auch Dinkel nehmen oder irgendwas, dann ist es schon ein ganz besseres Brot. Und die Soße, ne? Die Soße. Der Rest ist eigentlich ganz geil auf dem Burger und ziemlich gesund. Ah, da kommen beide. Der andere rennt weg, keine Ahnung. Der ist, geht irgendwie gerade ein bisschen. Oha. Einfach ein Schlüssel geschenkt, der Dude. Ich werde Minuspunkte bekommen. Ich werde jetzt einfach Minuspunkte bekommen. Oh, Bronur! Vielen Dank für den Schluck und frohe Ostern! Die mit den Pestiziden vollgepumpte Fleischscheibe. Hä? Dir ist klar, dass wenn dann das Salat mit Pestiziden vollgepumpt ist und nicht die Tiere. Wenn, dann ist das Salat vollgepumpt mit Pestiziden. Daniel. Frohe Ostern. Wie viele Leute habe ich vom Haken geholt? Ich glaube niemanden in der Runde. Und ich glaube, ich hab einen Minuspunkt bekommen, weil der Killer sich einfach nicht blicken lassen hat. Einfach Minuspunkt bekommen. Was? Du wurdest nicht einmal gejagt, Minuspunkt. Der Killer hat gerade mir einfach Minuspunkte gegeben.
Was meinst du, wieso die Kühe am Ende so fett sind? Die Tiere fressen nur Scheiße, okay. So. Daniel, bist du Vegetarier geworden? Frohe Ostern, Lukas. Wunderschönen guten Abend. Frohe Ostern dir auch. Wie war denn Ostern so? Was hast du Schönes bekommen, Lukas? Was hast du Schönes bekommen? Nein. Okay. Puh. Aber auf McDonald's kann ich pfeifen. Ich war schon seit 3 Jahren nicht mehr bei McDonald's oder so. Einfach weil, wenn ich mir Essen liefern lasse nach Hause, lasse ich mir halt von irgendeinem anderen Restaurant was liefern oder Pizza meistens oder chinesisch. Da würde mir halt nicht einfallen, McDonald's zu nehmen. Aber Burger King ist besser. Ihr durchaus. Noch am besten ist halt einfach sich Hack selber holen, dann eine Scheibe, also Tomate, ne, schneiden, rauflegen und Salatblatt oder sowas, ein bisschen Ketchup drauf und allein das und eine Gurke vielleicht noch, wenn du Gurken magst. Allein das ist schon mega geil. So einen eigenen selbstgemachter Cheeseburger. Die habe ich mir im Januar oder Februar habe ich mir selbstgemachte Cheeseburger gemacht. Eine Zeit lang sehr viel sogar. Ich weiß gar nicht mehr. 12 Burger oder so habe ich gefressen. Also auf 12 Tage verteilt. Weil es kacke schmeckt, ganz einfach. Okay. Lass Skyrim mal spielen. Ork, ich spiele kein Skyrim mehr. Ein paar Anziehsachen und eine E-Shop. Hab endlich mal was mit der Familie gemacht. Oh, wie cool. Was habt ihr Schönes gemacht? Monopoly gespielt. Mag kein Fastessen. Meine Eltern machen auch hin und wieder Burger selbst. Und das Fleisch kommt vom regionalen Bauern. Ich gehe mal versuchen, Rang 5 zu werden. Bin schon Rang 6. Ich bin Rang 5 gerade geworden, weil der Killer mich nicht gejagt hat. Wir haben alle Gens gemacht. Wir sind entkommen. Und das Spiel sagt: Jo, du warst schlecht. Der Killer hat dich nicht gejagt. Der Killer hat dich nicht umgebracht. Du warst schlecht. Ja, ein paar Brettspiele und Uno. Oh, wie cool, Lukas. Wie cool. Ich hoffe, diesmal hat sich in deiner Familie niemand verletzt beim Brettspielen. Weil bei euch verletzt sich ja irgendwie immer jemand, dass ein Krankenwagen kommt. Killer war ich übrigens Rang 1. Oh, wie geil. Fastfood und Fertiggerichte machen einen doch langsam krank. Ja, Fertiggerichte sind halt irgendwie immer mit Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe, ne? Nicht alles und nicht immer und aber viele sind schon nicht so optimal. Bald ist Ramadan, da nehme ich die geilsten Sachen mit zur Schule und biete den muslimischen Mitschülern was zu essen an. Was für ein Arsch bist du eigentlich, Livegamer? Das ist doch voll unlustig. Braucht ihr noch einen? Hat er gesehen, ihr seid zu fünf? Wir sind fünf? Zu dritt. Ja, die Frage ist, wann ich ausmache. Ich bin mir nicht sicher. Ob das jetzt die letzte Runde ist oder ob wir noch ein bisschen weiterspielen. Ansonsten kannst du sehr gerne mitspielen. Sich selbst was zu kochen ist einfach viel geiler. Ja, aber ein Gericht für eine Person zu kochen, wo du vielleicht eine Stunde am Herd stehst und am Ende in 10 Minuten aufgegessen hast und dann noch eine halbe Stunde Abwasch machen musst. Da hast du einfach eine Stunde gekocht, eine halbe Stunde abgewaschen und 10 Minuten gegessen. Und das Essen ist alle. Weiß ich nicht, ob sich das so lohnt. Der zeitliche Aufwand und so steht einfach in keiner Relation zueinander. Wenn du für die ganze Familie kochst und eine Stunde am Herd sitzt und dann für 10 Leute gekocht hast oder für 5 oder für 4 oder für deine Freundin, dann ist das eine ganz andere Relation, als wenn du für dich, für deine 5 Minuten Essen so viel Arbeit dir gemacht hast.
Und da bin ich halt so der Mensch, na, tue ich mir halt Essen bestellt für mich alleine. Oder fertig essen. Ich koche deswegen nicht so viel für mich alleine. Mit jemand anders zusammen kochen ist einfach voll. Das stimmt, Daniel. Das stimmt. Dafür brauchst du aber eine Partnerin. Oder du musst halt mit 30 noch bei Mutter wohnen. So. Will man halt auch nicht, oder? Oder willst du bei deiner Mutter wohnen bleiben? Mit deiner Mama kochen? Bis du in Rente gehst? Irgendwann bist du halt allein. Definitiv nicht. Freddy als Killer, richtig. Oh, ich habe einen Schlüssel mit. Huch, von letzter Runde. Ich habe vergessen, ihn wieder abzulegen. Ich bin jetzt einfach mit Schlüssel reingegangen. So. Hä? Er macht einfach das Totem für den Plus-Pip. Er ist verschwunden. Schöne Käsepfanne mit Bratnudeln und Brokkoli. Apropos Käsepfanne, Raptor wollte mir noch ein Rezept schicken. Ich bin gespannt. Ich habe übrigens durchaus Bock, jetzt die Woche zu kochen, Daniel. Ich brauche nur noch Zwiebeln. Ich muss noch Zwiebeln kaufen. Er kann mich ja gar nicht wecken. Er schläft ja selbst. Kochstream? Ich muss ja nicht alles direkt streamen, was ich tue im Leben. Vielleicht. Vielleicht koche ich. Vielleicht streame ich es. Ich will nichts versprechen, Daniel. Ach, vielleicht wage ich mich mal. Ich möchte nicht unhöflich sein. Bitte lass es sein. In Berlin wird doch gerne Menschenfleisch gegessen, oder? Nee, Fabi. Wo hast du nur das gehört? Das ist ja verboten in Deutschland. Kannibalismus ist in Deutschland verboten. Wann hast du denn je einen Kochstream gemacht? In Deutschland sicherlich nicht. Beziehungsweise ich würde sogar behaupten, in ganz Europa nicht. Wow! Das war nicht geplant mit Adrenalin. Direkt wieder aufzustehen. Ich halte dich. Brownie macht einen auf Hannibal Lecter, nein, um Gottes Willen. Wie bist du aufgestanden? Adrenalin. Das ist ein Perk. Wenn alle Gens gemacht sind, dann heilt dich Adrenalin einen Gesundheitsstatus. Wenn du liegst, stehst du wieder. Und wenn du angehittet bist, bist du wieder voll geheilt. Und das ist Adrenalin ist halt so ein guter Perk, Leute. Das ist so gut. Es ist immer gut. Adrenalin ist immer gut. Es hat mir schon so viel Leben gerettet. Aber du musst natürlich in diese Phase erst reinkommen, ansonsten hat dir dieser Perk nichts gebracht.
Hä? Was? Wieso ist er jetzt tot? Wieso ist er jetzt tot? Wieso ist er jetzt tot? Ja, er wurde erhängt, aber hatte er nicht noch eine ganze Phase? Hatte er nicht noch eine ganze Phase? Mir war so. Boah, scheiße. Nein, was habe ich getan? Ich bin so Volldepp. Ich bin so ein Volldepp. Ich kenne mich in dem Video. Also das, was ich ja gerade getan habe, ist das Dümmste, was du tun kannst. Einfach das Dümmste, was ich... Ich bin zusammengehockt. Ich auch... Ich hab nicht... Ich wusste nicht, dass der Killer genau neben mir steht. Scheiße, jetzt kann er beide campen. Hä? Verarschen? Ich wurde gecampt! Nee, ist vorbei, ich bin tot. Darf ich vorstellen, das ist der bei der Ellen. Ich bin tot. Ich hätte einfach rausgehen sollen, vorhin. Ich hätte einfach rausgehen sollen. Ich hätte einfach rausgehen sollen. Ich hätte rausgehen sollen. Jetzt habe ich den Schlüssel verloren. Ich hätte rausgehen sollen. Mist. Ich habe 13 Blutpunkte? Wie hast du denn 13 Blutpunkte? Ich bin gestorben. So, Lukas spielt mit. Bam. AFL? Wofür steht AFL? So. Dann fange ich mal an, hier meinen... anderen Überlebenden zu leveln. Das. Wieso hat Toda mir eigentlich den ganzen Tag nicht geantwortet? Wo ist denn Toda? Ich glaube, Toda ist in der VR-Welt gefangen genommen worden. Ich glaube, er spielt wieder sehr auf VR. Afro for Life? Oh.
oben. So. Welches Level ist hier jetzt? 41. Immer noch 15 Leute vom Haken holen. Danke. Ich spiele mit Danksy, Ridefix und Lukas. Alle drei sind hier gerade Zuschauer. Aber ich glaube, das wird jetzt letzte Runde. Mal gucken. Und dann werde ich erstmal was essen. Ausmachen, was essen. Vielleicht komme ich heute Abend dann nochmal on. Oder privat irgendwas. Vielleicht privat irgendwas auf Discord. Könnt ihr gerne vorbeischauen, falls das sein sollte. Ihr seid immer alle herzlich willkommen, in den Channel zu gehen. Wenn ihr irgendwo in den Voice Chat, wenn ihr irgendwo Leute im Voice Chat seht und ihr könnt joinen, dann könnt ihr halt auch joinen. Wieso bist du allein im Voice? Ich bin nicht mehr im Voice, ich bin raus. Siehst du das? Ich bin nicht drin. Ob Outrider gut ist? Momentan sollen die Server, glaube ich, sehr überlastet sein. Es soll auch Bugs geben und es soll irgendwie kein Crossplay haben, Daniel. Irgendwie, irgendwas mit Crossplay habe ich gelesen, dass die Leute gefrustet sind. Irgendwas funktioniert da nicht. Lies dir einfach Rezensionen durch oder so. Ich habe es leider selber noch nicht gespielt. Ich bin irgendwie müde. Warum bin ich müde? Ich glaube, weil einfach nichts los ist. Wenn der Körper nichts macht, dann wird man träge. Wenn man träge wird, dann wird man müde. Wenn man müde wird, dann tut man nichts. Teufelskreis. Ich glaube, aktuell gibt es kein Crossplay, Daniel. Warum habe ich einen Koreaner in meiner Freundesliste? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weil du ihn irgendwann mal hinzugefügt hast. Das kannst nur du selber beantworten, warum du Koreaner als Freunde hinzufügst. Vielleicht wegen Splatoon 2. Stimmt, vielleicht wegen Splatoon 2. Da gibt es ja viele koreanische und japanische Namen. Ich glaube, Devil Fenya heißt so. Ah, wegen vorhin? Wegen vorhin Splatoon 2? Hast du da mitgespielt vorhin, Lukas? Daniel, spielst du eigentlich Valheim? Hast du eigentlich jemals Valheim gespielt? Hast du Valheim schon gespielt selbst? Fenya spielt immer mit bei Splatoon und sie hat einen koreanischen Namen. Ah, okay. Ich habe Valheim gespielt. Und warum spielst du es nicht mehr? Ist es schon langweilig geworden so? Reizt es nicht mehr? Oder warum spielst du es aktuell nicht mehr so wirklich viel? Oh, die Jägerin. Es ist immerhin kein Ruin. Okay. Okay.
Weil ich mit Valhalla und... Du bist mit Valhalla und Cyberpunk beschäftigt. Ja, bei Cyberpunk kam ja jetzt letztens erst ein 40 GB Patch. Jetzt soll ja die Polizei gar nichts mehr machen, hab ich gehört, Daniel. In dem Cyberpunk, wo du keine Bugs hast, hat, glaube ich, Tapio oder irgendwo, irgendwer meinte das, die Polizei macht jetzt aktuell gar nichts mehr. Du kannst jeden in der Stadt abschnetzeln und die Polizei jagt dich nicht. Die machen nichts. Und Kronk hat einmal die Kamera so gedreht und auf einmal waren alle Menschen weg. So, vor dir ist so Stadtverkehr, da sind so Bürger. Du drehst die Kamera einmal so und die Bürger sind weg. Das hat Kronk live im Stream gemacht. Aber Cyberpunk hat keine Bugs. Ach, Valheim ist noch im Early Access. Das Spiel ist noch gar nicht fertig, Daniel. Ja, okay. Dann kann man durchaus noch warten, bis alles drin ist im Spiel. Ja, für die Xbox wird es wahrscheinlich erst kommen nach Early Access, ne? Livegamer, ciao. Die Polizei ballert nur auf dich. Es gibt halt keine Verfolgungsjagden. Das ist halt... Also, genau, die Entwickler haben halt gesagt, die Polizei-KI ist super intelligent. Intelligenteste KI aus allen Spielen. Block mich doch nicht. Die intelligenteste KI aus allen Spielen ever. Und im Endeffekt ist die dümmer als in GTA 5. Und GTA 5 ist 10 Jahre alt. In GTA 5 gibt es richtige Verfolgungsjagden. Warum in einem Cyberpunk-Spiel was nagelneues? Warum gibt es sowas dort nicht? Das finde ich auch doof, aber die Missionen, Dialoge sind cool. Ja, die Story soll gut sein. Aber es ist halt keine simulierte Welt. So, das soll halt alles sehr, sehr simpel geskriptet sein. Lukas, ich konnte dich nicht holen, ich wurde gejagt. Dass die Polizei nichts tut, ist nichts Neues. Das ist halt traurig, so, dass in dem Game, dass das GTA 5, was 10 Jahre alt ist, einfach eine bessere KI hat. Aber die Entwickler das verkauft haben, als sei die KI richtig intelligent. Und das ist halt Betrug an der Stelle einfach. Und deswegen haben die jetzt tatsächlich auch eine Sammelklage am Hals, Daniel. Ich habe sogar den NPC gefunden, der von Kronk synchronisiert wird. Das fand ich auch geil. Da gibt es halt einfach teilweise viel zu viel Betrug. Magst du mich nicht heilen? Schade. Aua. Ja, mach dir nichts draus, Lukas. In dem Game seit Patch tunneln jeder Killer. Absolut jeder Killer tunnelt seit Patch. Das machen die, weil DS halt nicht mehr da ist. Ich hab mein... Oh, du hattest sogar DS mit und hast es verkackt. Oh, schade. Das ist ärgerlich. Oh. Man kann nur auf die Wirkung von Update... Ja, tatsächlich war Skyrim damals wohl auch sehr verbuggt, als es rauskam. Und seht ihr an, Skyrim jetzt ist eins der geilsten Spiele, die es gibt. Aber ob die das halt auch hinkriegen, bin ich skeptisch. Oh mein Gott.
Wir müssen noch zwei Gens machen, Jungs. Oh mein Gott. Dead by Daylight. Huh, Mütti, davor gab's Monster Hunter 2-3 Stunden. Und dann hat Hulda gemeint, hey, lass zusammen Dead by Daylight spielen. Und jetzt spiele ich allein Dead by Daylight. Also nicht allein, sondern mit anderen. Aber nicht mit Hulda. Aber Hulda hat kurz mitgespielt. 4-5 Runden. Länger als ich dachte. Ich glaube, er spielt gerade Fortnite. Mit Lukas. Mit Toffi. Den guten. So. Oh mein Gott. Ich spiele Minecraft und telefoniere mit Tim. Wer ist Tim? Wer ist denn jetzt Tim? Hä? Wer ist Tim? Ich bin's Tim, aber wer? Noemi, wer ist Tim? Durch Anna kennengelernt? Hä, hey, du hast irgendwelche Kerle durch irgendeine Frau kennengelernt? Du lernst einen Typen aus dem Internet kennen, weil du Fortnite gespielt hast? Und du hast nichts Besseres zu tun, als mit diesem Typen dann privat zu telefonieren? Während du einen Freund hast? Ist aber alles merkwürdig. Also da hast du ganz schön toleranten Freund, wenn der das toleriert. Oder ist Tim dein Neuer jetzt? Ja? Ah, okay. Also ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, Frauen kennenzulernen, wenn ich eine Freundin habe, mit denen ich dann privat telefonieren muss. Also spielen und so ist ja eine Sache, ne? Aber ich muss ja dich dann auch noch privat. Es wäre ja so, wie jetzt wollt ihr euch dann auch noch treffen und er übernachtet bei dir. In dem Alter hatte ich nicht mal eine Beziehung. Ja, gut. Stimmt. Oh Gott. Irgendwo muss hier noch ein Totem sein. Hört sie das, wenn ich hier renne? Hä? Das kann sie unmöglich gesehen haben. Oh no! Oh, das war einfach zu viel für den Killer. An der Stelle.
Oh, das Totem kann einfach überall sein. Oh, das ist ein Single-Gen und das zum Schluss. Ich habe den Screen geschickt, okay. Was soll ich denn damit? Was soll ich denn mit dem Screen? Warum schickst du mir Screens? Aura, Schluck trinken eingelöst. Oh nein, Aura. Doch nicht jetzt. Oh nein, wo ist das Dreckstotem? Und wo ist King Dani? Ich sehe die Türen nicht. Hä, bin ich wanted? Ach, ich war die ganze Zeit verwundet. Ja, King Dani. Trink jetzt. Oh nein. Ja, danke für den Schluck. Danke, Aura. So, ich bin tot. Ich würde sagen, wir machen jetzt aus. Ich mache mir was zu essen. Vielleicht komme ich nachher nochmal online oder auf Discord. Dani, du hast Aura, du hast Monster Hunter verpasst. Ich habe vorhin 2 Stunden Monster Hunter gespielt. Du warst nicht da. So. Aber nächstes Mal spielen wir Monster Hunter Multiplayer. Also hast du nicht so viel verpasst. Hä? Ah, okay, wollte nur sagen. Das gab wenigstens einen Plus-Pip. Genau, Discord. Es gibt E-Sports in der bei der Light, natürlich. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, Mann. Vielleicht ja auch doch nicht. War im Garten beschäftigt. Jo, hat viel Spaß gemacht. Genau. Ich würde jetzt eine Pause machen. Wir sind jetzt seit 6 Stunden live. Macht noch mit beim Raid. Bekommt die Zuschauer-Brownies. Lasst Liebe da. Gerne auch den unseren Emote, den hier. Gerne auch unseren Emote in den Chat posten. Eventuell sehen wir uns heute Abend noch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und einen schönen Ostermontag. Ostermontag? Vielleicht sehen wir uns aber nachher nochmal. Oder auf Discord. Kommt gerne Discord. Da ist Discord. Bis morgen. Denkst du? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Bock auf Netflix hatte ich jetzt auch schon irgendwie. Also, ne? Bis denn. Danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten, fürs Lurken. Alles ist Support. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.